Müssen wir mal schauen. Heim und Weh. Ja, heißt es nicht Heimweh? Martha hat gesagt, die Fäule sei schuld daran, dass sich Kreaturen aus dem Norden hier ausbreiten. Unterwegs werden wir wohl noch ein paar treffen. Dann sollten wir wohl immer auf der Hut bleiben. Ach so, ja. Na, kommt her, ihr Lümmel. So, sag mal, bin ich blöd? Ich habe den PlayStation-Controller so lange nicht mehr angefasst. Fühlt sich irgendwie an, als hätte ich da mit einer Cola-Hand drauf getapscht, aber irgendwie... Muss eigentlich nicht sein. Vielleicht waren es auch meine Finger. Ist mein Daumen ein bisschen klebrig. So, guter Hundi. Das war's. Los. Nicht zu nah, Kogger. Ah, okay, mit R2. Okay. Ja, muss man natürlich auch erstmal wieder, muss man natürlich auch erstmal wieder schaffen. So, ich muss aber... Ich versteh's nicht. Ich versteh's halt wirklich nicht. Warum ist denn der Sound immer so leise? Warum sich der Sound immer auf 100% auch hochballert? Obwohl ich das eigentlich nicht will. Gut. So viel FPS. Sind aber keine 60 FPS. Du weißt, was zu tun ist. War vielleicht jetzt nicht so nötig. Auf der anderen Seite aber, warum eigentlich nicht? Aufs Maul, ihr Lümmel. Super. Na, auf die Presse! Ne, Lenkrebs brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das schickt, wenn wir hier ein bisschen langlaufen. Was ist denn los, Frederick? Entschuldige, ich brauche einen guten Kämpfer. Na, ganz toll. Ein Träger. Ich habe keine Zeit, mit deinem Herrn zu feilschen. Warte. Das ist doch der schlafende Chocobo. Du gehörst zu Martha. Gut, sie hätte sicher keine Einwände. Es geht ja um Wölfe. Wir haben versucht, mit ihnen fertig zu werden. Haben Köder ausgelegt und wollten den Biestern auflauern. Das ist gemein. Nur waren sie größer, als wir erwartet hatten. Die Fäule hat sie wohl hergetrieben. Sie müssen auf der Suche nach Beute sein. Wir hatten gehofft, sie wären ausgehungert und schwach. Aber der Hunger macht sie wild. Martha vertraut dir, also musst du was können. Bitte hilf uns, töte das Rudel.
Wilde Wölfe sind eine Gefahr für alle. Schade. Ja, genau das sage ich doch. Ich dachte, wir könnten es anders erlösen. Das wäre cool. Aber leider wohl nicht. Wenn du sie alle erledigt hast, dann geh weiter über die Brücke. Dort wartet Bryce. Er sollte wissen, dass er rüber kann. Gut, ab mit dir. Sag mal, ich wollte dieses scheiß Bild jetzt nicht runterladen. Ich wollte es im Hintergrund öffnen. Das verstehe ich jetzt nicht. So. Passt. So, Frederik. Ich meine, ist ja ganz gut, dass das alles so ein bisschen sowieso passt. So jetzt. Warum schreit der immer wie so wie so ein Bekloppter? Oh, das ist ja blöd. Jetzt finde ich diesen Bryce und gebe ihm Bescheid. Der ist dort, aber da hinten habe ich noch einen Troll gesehen. Ich weiß nicht, ob der eine Herausforderung ist, aber mir gefällt das Kampfsystem ganz gut. So, jetzt aber...
gut. Das lief besser als gedacht. Aber das Kampfsystem macht mir halt Spaß, aber aktuell bin ich auch nicht so in der Stimmung, großartig irgendwas zu labern. Also, ja. Passt aber schon. So, ja, ich freue mich mal wieder so ein bisschen auf das Spiel hier. Einfach mal hier weiterzumachen. Mir gefallen die Nebenquests ganz gut, dass sie halt alle so... Ob sie wohl immer noch dran fressen? Bist du Bryce? Was geht dich das an, Träger? Dein Freund wollte, dass ich die Wölfe töte. Also habe ich sie getötet. Ich soll dir glauben, dass ein Träger das ganze Rudel erlegt hat. Andererseits... Bist du über die Brücke gekommen? Donnerwetter, bist ein ganz harter, was? Frederick, du Schlitzohr. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Bestien auf Bestien zu hetzen. Arschloch. Richte deinem Herrn unseren Dank aus, Träger. Auftrag abgeschlossen. Hungrig wie die Wölfe. War ich heute Mittag auch, dann habe ich mir bei Mc's einfach Big Mac Menü geholt. Gut. Wunderbar. Sieh doch, die Windmühlen. Das ist Eastpool. Normalerweise muss man mit Feuer doch ordentlich draufhauen können. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Aber das passt schon. Das sah jetzt gerade eben so aus, als hätte ich hier eine Antilope über die halbe Map gefeuert. Ich will mal was gucken. Ich würde gern... Schnelle Fassung. Das kann ich nur vergessen. Was ist das? Lenke mit R2 die Aufmerksamkeit eines Gegners auf dich. Das brauche ich jetzt nicht. Lodernde Klinge kann ich verbessern. Ich will das erlernen. Einfach weil ich es cool finde. Kommandant Murdoch hier. Doch das war ein anderes Rosaria als heute. Da reisen wir mal nach Eastpool. Wo ist Deadpool? Still. Wie tot. Ja. Clive! Lord Clive Rossfield! Ich bin es, Hannah! Rodney Murdochs Frau! Lady Hannah? Ihr seid es wirklich. Ihr habt euch nicht verändert. Na, endlich mal jemand. Junge Lord und Jill auch. Es ist so gut, euch zu sehen. Endlich mal jemand mit einem warmen Wort. Zum Glück seid ihr wohl auf, Lady Hannah. Mir ein. Ich habe nicht viel, aber was ich habe, teile ich.
Noch. Das ist lieb. Wenn wir nicht stören. Ah, das ist voll lieb. Natürlich besuchen wir die. Und seitdem reist ihr also durch die Welt? Ich verstehe, dass ihr vor den Eisernen fliehen musstet, aber... Oh, solche Mühen in so einem jungen Alter. Es war nicht einfach, aber wir leben noch und... Und der Weg hat uns wieder zurück zu euch geführt, Lady Hannah. Noch. Warum wohnt ihr noch hier? In Eastpool? Warum nicht? Rosalith wäre doch näher am Mutterkristall, oder nicht? Ihr könntet umziehen. In diesem Haus stecken viele Erinnerungen. Solange man mich hier leben lässt, werde ich bleiben. Und außerdem wird niemand mehr aufgenommen in der Hauptstadt. Auf Befehl ihrer kaiserlichen Majestät. Annabellas Heirat mit dem Kaiser von Sanbrek hat hier vieles verändert. Ja, ich weiß. Oh, verzeiht mir. Ich wollte nicht... Bitte. Nichts zu entschuldigen. Meine Mutter würde doch sicherlich mit sich reden lassen. Ihr seid schließlich die Frau des Kommandanten. Ich glaube nicht. Ach, ihr wisst es nicht. Rodney starb in jener Nacht in den Flammen. Er kehrte nie zu mir zurück. Das tut mir leid. Clive. Stimmt. Du meine Güte. Ihr seid blass. Die Reise muss euch erschöpft haben. Ich bestehe darauf, bitte. Legt euch hin. Hm? Das ist keine gute Idee. Weil er ist ja die andere Feuer... Bestie? Esper? Nur er hat es, glaube ich, nicht unter Kontrolle. Oder jemand anderes hat ihn unter Kontrolle. Du wirklich nicht im Haus schlafen? Nein. Das wäre falsch. Lady Hannah wollte dir morgen früh frische Kleidung bringen. Wir sollten uns bei ihr bedanken. In Jahre Blut vergießen. 13 Jahre ohne einen Funken Hoffnung. Nur wegen Joshua gab ich nicht auf. Ich hatte mir geschworen, ihn zu rächen. Seinen Mörder zu finden. Das war das Einzige, was meinem Leben einen Sinn gab. Aber wenn ich es bin, wenn ich Joshua und Murdoch, wenn ich ihr Mörder bin, warum bin nur ich dann noch am Leben? Mir geht es genau wie dir. An der Front hatte ich keine Wahl. Also tötete ich so viele Leben, die ich zu früh nahm. An dem
Tag in Dalmekia. Ich konnte nicht mehr. Ich wollte, dass es aufhört. Ich war bereit zu sterben. Alles war besser als das. Sogar einfach aufzugeben. Unsere letzte Nacht auf dem Balkon. Erinnerst du dich? Da hab ich gefickt. Entschuldigung. Ich habe zu Mutia gebetet und wurde erhört. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Du bist wiedergekommen. Die Sterne haben einen Plan für uns. Wir sollten schlafen. Ja. Get a friend sound. Schlaf gut. Ja, das werden wir machen. Ist doch schön. Ist doch gut. Hundi! Danke, Lady Hannah. So mache ich schon einen besseren Eindruck. Ihr seht dem jungen Elwyn zum Verwechseln ähnlich. Wie kommt es, dass ihr seine alten Sachen habt? Oh, bevor Elwyn regieren musste, ist er oft mit meinem Mann verreist. Er und Rodney waren wie Brüder. Seine Kleidungsstücke liegen hier seit Jahren. Es wäre ein Jammer, wenn sie weiter verstauben. Gut, aber seid ihr euch sicher? Das sind doch Erinnerungsstücke. Natürlich. Euer Vater hätte es so gewollt. Steht dir gut. Danke, Lady Hannah. Ja, danke. Von ganzem Herzen. Nein, ich sollte danken. Es war sehr schön, euch zu sehen. Ihr habt mich an glücklichere Zeiten erinnert. Gute Reise, Milord, Milady. Lebt wohl, Lady Hannah. Die Straße zum Nordtor raus sollte uns bis zum Phönixtor führen. Ich wette mit dir, wir werden sowieso aufgehalten. Gut, ja, war auf jeden Fall ganz interessant. Ich will aber gucken, ob ich hier vielleicht... Er besitzt Goldschärpe. Metina-Kreuz. Wir haben alles wesentlich bessere. 11.000. Gut, wir haben 13.000, ne? Hauch des Windes, Rochard auf einem Schlachtfeld gefunden, rück. Aber was bringt mir das? Verringert die Wartezeit bis zu erneuten Einsatz. Ah! Hier. Ich habe keine. Notenrolle, Heiltrank. Bitteschön. Willenskraftschaden von Lohnschwingen um 10%. Nee, das passt eigentlich. Was haben wir hier? Müssen wir mal probieren. So, ich will mal gucken, ob ich hier irgendeinen Schmied finde, aber...
Das ist nicht passierbar. Okay. Also das Kampfsystem gefällt mir, die Story hier gefällt mir. Bin mal gespannt. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das wirklich geht. Hey, halt! Elvens Kleider! Bei den Flammen! Ihr seid sein Sohn! Clive Rossfield! Ihr verwechselt mich. Mich könnt ihr nicht täuschen, Milord. Diese Ähnlichkeit ist kein Zufall. Und dabei spreche ich nicht nur von eures Vaters Kleidern. Nein, ich bin mir sicher, dass Lady Hannah diese Kleider wie einen Schatz gehütet hat und sich niemals von ihnen trennen wollte. Es sei denn, Elwins Söhne kehren zurück. Und nun ist dieser Tag gekommen. Ja, dann kann ich euch jetzt eure Träger zurückgeben. Meine Träger? Verzeiht mir, Herr Dorfrat. Das letzte Mal war ich als Kind in Eastpool. Ich habe euch nicht erkannt. Ein Wunder, dass ihr überhaupt etwas wiedererkennt. Es hat sich viel geändert, seit Rosaria an Sambrek gefallen ist. Nicht zuletzt für die Träger, die einst treu im Dienste des Hofadels standen. Beim Einfall der Eisernen vor 13 Jahren haben viele Träger ihre Herren verloren und hier Zuflucht gesucht. Sie sind geblieben? Ja. Sobald wir die Hauptstadt zurückerobert hätten, sollten sie zurückkehren. Doch dann kamen die Kaiserlichen. Rosaria wurde zur Sambrekschen Provinz, das Herzogtum, aufgelöst und damit auch ihre Heimat, in die sie wiederkehren könnten. Damals unter eurem Vater gingen Träger, deren Herren starben, an die Verwaltung. Dort wurde dann von offizieller Seite entschieden, was als nächstes mit ihnen geschieht. Mhm. Als wir also sahen, wie die Kaiserlichen ihre Träger misshandeln, konnten wir sie ihnen nicht ausliefern. Ja. Deshalb sind sie noch bei uns. Und jetzt soll ich sie nehmen? Laut Gesetz gehören sie euch, Lord Rossfield. Ein Erbe eures Vaters. Und bei euch wären sie doch besser aufgehoben als bei uns, oder nicht? Nicht wenige haben eurem Haus gedient. Von daher sehen sie die Rossfields immer noch als ihre Herren. Ich bin niemandes Herr. Nicht mehr. Bei mir wären sie nicht sicher. Ich verstehe. Ich bitte euch, mir meine alberne Idee nachzusehen. Die Realität treibt mich zu Träumereien. Allerdings, würdet ihr mir einen Gefallen tun? Eine kleine Geste? Sofern mir das möglich ist. Unter den Trägern ist ein älterer Herr, der geradezu verzweifelt an seiner Treue zu Lord Elwin festhält. Keine Sorge, ihr sollt ihn nicht bei euch aufnehmen. Nur ein wenig mit ihm reden. Damit er sieht, dass Lord Elvins Sohn noch lebt und ein redlicher Mann aus ihm geworden ist, so wie sein Vater es war. Es wäre mir eine Ehre. Ich danke euch, Milord. Meistens ist er unten am Brunnen und schaut friedlich in die Gegend. Darf ich auch mal? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr einen Moment für ihn erübrigt. Darf ich auch mal was sagen? Danke. Gut, machen wir natürlich. Finde ich auf der einen Seite auch... Nicht wie mein Vater. Du ähnelst ihm wirklich, Clive. Und nicht nur äußerlich. Komm, sehen wir am Brunnen nach. Also finde ich halt... Ob wir mit dieser Ernte über den Winter kommen. Finde ich gut, dass es hier nicht ganz so extrem eklig und feindlich zustatten geht. Aber ich brauche da gar nicht viel zu kommunizieren, habe ich so das Gefühl. Dann müssen wir ihn suchen. Ich habe es dem Dorfrat versprochen. Und ich habe ihn schon genug enttäuscht. Du hättest sie... Also gut, fragen wir nach. Träger hättest du theoretisch nehmen können, hier stationieren können und dann so langsam
Tag, werte Dame. Was kann ich für euch tun? Wir suchen einen Träger. Ein älterer Herr, der einst den Rossfields gedient hat. Kennt ihr ihn? Ah, der schräge Kauz. Tja, wo steckt er heute wohl? Dabei ist er um diese Zeit immer hier am Brunnen und kocht für seine Fantasiebankette. Wie bitte? Ach, damals in Rosalith war er in der Schlossküche beschäftigt. Er denkt, das wäre er immer noch. Ständig redet der arme Irre mit Großherzog Erwin. Gefangen in seiner Traumwelt. Aber lieber dort als hier, denke ich mir. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Kaiser freundliche Worte mit einem Träger wechselt. Ihr etwa? Nein. Jedenfalls muss er hier irgendwo sein. Seine müden Beine tragen ihn nicht mehr weit. Danke. Wir suchen weiter. Okay, er kann nicht weit sein. Dann sprechen wir mal mit der Süßen hier. Nanu, Fremde sind hier selten. Was verschlägt euch denn nach Eastpool? Wir sind auf der Suche nach einem Träger. Ein älterer Herr aus Rosalith. Ach, du meinst sicher den Mann, der immer am Brunnen sitzt, oder? Ja, genau. Aber, wenn ich fragen darf, woher kennt ihr ihn denn? Stammt ihr etwa auch aus Rosalith? Ja. Tun wir. Warum? Das freut mich jetzt aber. Ich nämlich auch. Ich bin an der Marktstraße groß geworden. Und wenn Lord Elwyn noch leben würde, wäre ich wohl heute noch dort. Doch unter Annabella hat sich alles geändert. Auspeitschungen und Vertreibung. Höhere Abgaben, obwohl die Fäule uns um die Ernte gebracht hat. Oh, ich bin schon ruhig. Ihr wisst das ja alles selbst. Tut mir leid. Und euren Träger habe ich auch nicht gesehen. Aber er kann nicht weit sein. Er kommt jeden Tag hier, als würde er auf etwas warten. Dann hören wir uns weiter um. Danke. Wenn du wüsstest, dass er auf uns wartet, Mädchen. Hier, wartet mal kurz. Vielleicht kann Patrick, der Chocobo-Pfleger, euch helfen. Er kümmert sich auch um den alten Kauz. Am besten ihr redet mit ihm. Um den alten Kauz. Patrick, der Chocobo-Pfleger. Sehr gut. Danke. Vielen Dank, Jill. Dass du für mich mit diesen Leuten redest. Versteht sich von selbst. Wir wollen doch nicht auffallen. Komm jetzt. Suchen wir Patrick. Wie in alten Zeiten. Wollen wir mal gucken, was der Chocobo-Pfleger dazu sagt. Wo könnte er nur hingegangen sein? Entschuldige, aber suchst du jemanden? Ja, diesen Träger, um den ich mich kümmere. Ich habe ihn nur eine Sekunde allein gelassen und jetzt ist er weg. Ist die Brücke runtergefallen. Ist er an seinem Lieblingsplatz am Brunnen noch sonst wo im Dorf? Dann bist du sicher Patrick. Bin ich. Warum? Dieser Träger, nach dem du suchst, ist ein älterer Herr, der früher in der Schlossküche gearbeitet hat, richtig? Ganz genau. Woher weißt du das alles? Ich habe dich hier noch nie in Eastpool gesehen. Sag schon, kannst du etwa hell sehen oder was? Gut, wir haben jetzt die Erklärung bekommen, wo natürlich nicht gesagt, wo es nicht so extrem war. Ah, jetzt verstehe ich. Na dann, wenn unser Dorfrat euch darum gebeten hat, nehme ich eure Hilfe gern an. In letzter Zeit ist er vollkommen verwirrt, sagt, dass er in der Schlossküche gebraucht wird und ihn bald jemand aus Rosalith abholt. Ich sollte lieber nach ihm sehen, damit ihm nichts passiert. Aber wenn er davonläuft, kann ich auch nichts machen. Such du hier. Wir werden uns derweil in der Umgebung umsehen. Danke. Ich stehe in eurer Schuld. Gut. Hoffentlich ist dem Mann nichts passiert. Ich bin mir sicher, wir finden ihn bald. Die Frage ist jetzt nur... Na
schön, meine Ehe. Immer noch keine Spur. Könnte er noch weitergegangen sein? Naja gut, ne? Für den ganzen Tag unterwegs sein, sind 200-300 Meter auch nicht so weit. Komm raus, alter Mann, komm, wo bist du? Der Mann dort drüben. Das könnte er sein. Schnell zu ihm. Der will doch bestimmt springen. Achtung. Erledigen wir diese Viecher. Und zwar schnell. Ja. Du weißt, was zu tun ist. Schnapp sie dir. Du weißt, was zu tun ist. Na komm du raus, ihr scheiß Fliegen. Jawohl. Wespen erledigt. Wespen? Was machen denn die Wespen in Espen bei den Lesben? Verstehe ich nicht. Ich habe das nur gesagt, weil sie es reimt. Ein bisschen lustig. Macht ihr jetzt einen Überblick oder will er springen? Wir haben dich gesucht, mein Freund. Komm. Zurück ins Dorf. Majestät. Endlich seid ihr hier. So lange habe ich gewartet, doch es war nicht vergebens. Nein, du verwechselst mich. Clive. Ja, verzeih meine späte Ankunft. Ich bitte euch. Tag für Tag betete ich zum Begründer und nun hat er meinen Flehen erhört. Also kehren wir zurück zum Schloss? Gibt es in der Küche noch Arbeit für mich? Oh. Nein, mein Freund. Wir kehren nicht zum Schloss zurück. Noch nicht. Ich befinde mich auf einer wichtigen Reise. Sie wird noch ein wenig dauern. Schade. Darum bleib bitte in Eastpool, bis ich zurückkehre. Ich komme dich dann holen. Versprochen. Und wer, das machst du nicht gleich. Auf euch würde ich sogar bis an mein Lebensende warten. Na, das geht doch. Das ist doch nett. Gut. Ich danke euch beiden für eure Herzensgüte. Ja, kein Problem, alter Mann. Erinnerungen an die Tage im Schloss sind sein einziger Trost. Und ihr habt sie durch das Treffen mit ihm wieder aufleben lassen. Er wird wohl nie wieder klar im Kopf. Dafür ist er in seiner Fantasiewelt glücklicher als hier. Solange er niemanden wehtut damit, finde ich das okay. Die Fäule wirft ihre Schatten. Die Ernte bleibt aus und immer mehr Menschen flüchten. Ich fände es geil, wenn man was gegen die Fäule machen könnte. Wenn ihre Güte nicht all ihre Besitztümer verkauft und für das Geld Lebensmittel besorgt hätte, wären wir übrigens hier schon verhungert. Natürlich wollen wir den Trägern hier weiterhin eine Zuflucht bieten. Aber wenn nicht bald ein Wunder geschieht, dann werden wir nicht mal mehr in der Lage sein, ihnen einen Kantenbrot zu geben. Oh nein. Ist es wirklich schon so schlimm? Leider. Ich habe sogar schon die Kaiserlichen gebeten, die Träger zu holen. Doch als sie gehört haben, woher die Träger kommen, haben sie uns regelrecht ins Gesicht gespuckt. Meinten, auf herzogliche Hunde könnten sie verzichten.
Ich kenne da jemanden. Er würde alle Träger hier bei sich aufnehmen. Sein Name ist Sid. Ich rede mit ihm, sobald ich vom Phönixtor zurück bin. Danke, Milord. Führt euer Weg zurück erneut durch Eastpool? Ich würde gern noch etwas mehr mit euch reden, wenn ihr etwas Zeit habt. Über die Zukunft des Dorfes und ob wir etwas für Lady Hannah tun können, nach all den Opfern, die sie gebracht hat. Natürlich. Ich komme vorbei. Gebt Acht, Milord, Milady. Habt eine sichere Reise. Das ist doch schön. Finde ich gut, dass es da immer noch mal ein paar nette Worte zwischendurch gibt. Ansonsten wäre das extrem nervig. Ja, wir können bald diesen neuen Skill erlernen. Ich weiß halt nur nicht, ob das so eine gute Idee ist. Dann gehen wir mal zurück zum Phönixtor. Darum heißt es das Tote Land. Ich wusste nicht, dass es so nah ist. Kein Wunder, dass die Ernte ausfällt. Die Fäule saugt den Äther aus dem Boden. Und wenn er versiegt, werden ihre Felder so aussehen. Keine Pflanzen, keine Tiere, kein Leben. Aber auch keine Bestien. Das ist das einzig Gute. Bin mir da selbst nicht so ganz sicher, ob die Reise wirklich so entspannt wird. Was ist hier? Was ist das? Auch ein Relikt der Gefallenen? Ich würde da gerne rein, weil ich habe nämlich das Gefühl, ich glaube, die Relikte der Gefallenen könnten vor der Fäulnis helfen. Es erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy Crystal Chronicles, wo das Misma auch die Welt vergiftet hat, sozusagen. Wir werden hier keine Magie wirken können. Noch ein Grund zur Sorge. Als ob es ohne Äther nicht genug Probleme gäbe. Er haucht dem Land Leben ein. Ohne ihn bleibt nur noch das. Ja, aber wenn ohne Äther das bleibt, dann ist es wohl eher wahrscheinlich, dass es... Ich kann mir kaum vorstellen, wie dieser Ort vor der Fäule einmal ausgesehen hat. Ich weiß es noch. Es war wunderschön. Ich finde es halt komisch. Entweder ist es jetzt der Äther, der... Ist es jetzt der Äther, der jetzt das Leben... Hi, Justin. Der das Leben jetzt aus dem Boden saugt oder nicht wiedergibt? Oder ist es die Fäulnis, die das Leben rauszieht? So. Wir sind jetzt gleich am Phönixtor. Da ist es. Das Phönixtor. Wo alles seinen Lauf nahm. Komm, Clive. Zeit, die Wahrheit herauszufinden. Haben wir wirklich den Feuerphönix getötet? Das wäre mal interessant. Was laberst du da für einen Müll, Justin? So, das haben wir alles gemacht. Wir können jetzt hier ein bisschen rumradeln. Das Versteck, da könnte man mit Clive vielleicht sprechen, aber... Ruinen des Phönixtors. Na, da sind wir doch. Hundi!
fast, als wäre die Zeit stehen geblieben. Es hatte wohl niemand einen Grund zurückzukehren. Nein, genau wie ich's verlassen habe. So, morgen können wir mit Seven Days weiterspielen, wenn der Kai kann. Und dann versuche ich den Sonntag zu nutzen, um ein bisschen Hogwarts Legacy weiterhin aufzunehmen. Sehen wir uns um. Trümmer der Erinnerung. Ich wollte nie. Natürlich nicht. Ich habe schon lange keinen Esper-Kampf mehr gehabt. Das wäre cool. Wenn wir da mal wieder was machen könnten. Was ist Torgal? Clive. Der schon wieder. Das ist er. Er ist der Schlüssel zu allem. Ich muss ihm nach. Bist du dir da sicher? Gut, mehr werden keine. Ich bin 30 Minuten mit dem Hund, dann wieder weiter, wieder am Start. Alles klar. Wo ist er? Er muss doch hier sein. Hey. Entschuldigung. Er ist wieder entwischt. Wo sind wir eigentlich? Ist das ein Schrein? Entschuldige, du bist ja das erste Mal hier. Das ist die Halle des Tors. Des Tors? Ein Relikt der Gefallenen. Nur der Phönix kann es öffnen. Daher der Name der Burg. Hier hätte Joshua damals... Ja. Hinter diesem Tor hätte er die Worte unserer Vorfahren vernehmen sollen. In deiner Begleitung? Nein. Das Apoditerium ist heilig. Nur der Dominus darf hinein. Ich und die anderen Schilde hätten hier gewacht und für seine sichere Rückkehr gebetet. Wo könnte er nur sein? Vielleicht da drin. Nicht möglich. Nicht ohne die Kraft des Phönix. Naja. Kraft des Phönix oder Flammen-Esper. Er ist ja theoretisch auch einer. Das habe ich mir fast gedacht. Du wirklich? Absolut. Dü-dü-dü-dü. Klappe zu, auf den Tod kommt keiner mehr raus. Spiel ist vorbei. Die werden ja jetzt elendig verhungern. Noch ein Tor. Ob sich das auch öffnen wird? Okay, jetzt wird's cool. Das soll eine Ruine der Gefallenen sein? Ruine würde ich es nicht nennen. Es ist, als wäre es erst gestern erbaut worden. Es ist noch größer, als ich dachte.
Okay, jetzt wird's cool. Jetzt wird's wirklich cool. Du bist auf den Schalter gedreht, du Horst. Sie greifen an. Gar nicht gut. Nicht zu nah. So kann man Ladebildschirm natürlich auch interessant gestalten, indem man ganz einfach einen Kampf draus macht. Und noch mehr. Ist doch schön. So müssen die Ruinen vor dem Fall ausgesehen haben. Wo muss ich jetzt da lang? So, wir können jetzt also diese Tore aufmachen mit Ruinen und so. Da kann man bestimmt irgendwas Cooles finden. Da bin ich mal. Ja, das kennen wir doch von Clive. So ähnlich. Gut. Gut, 5 Reißzähne, ein bisschen Money, das kann man machen. Ich glaube, von da kamen wir. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, Karte. Gut, ist natürlich nicht möglich. Kam ich wirklich von hier? Ja, die Tür ist noch zu. Nochmal nach dem Leben.
und verschwinden. Ich brauch's 1685 für den neuen Skill. Gunst des Windes. Ich habe ein ganz komisches Gefühl bei diesem komischen Typen. Aber, komm her, du Lümmel. Okay, das war jetzt ein bisschen overpowered. Nein, 95. Oh, komm schon. 6 Punkte fehlen mir. Ah, ich dachte 1685. Und nicht 1695. Ach. Hätte Joshua all das auch durchmachen müssen? Nein. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Der Phönix wäre wohl herzlicher empfangen worden. Weiter geht's. Wo landen wir wohl diesmal? Ich vermute wieder inmitten von Wesen, die es auf unser Leben abgesehen haben. Ja, da kann ich wenigstens den Skill mal. Der Ober auch diesen Weg genommen. Das wissen wir erst, wenn wir ihm bis zum Ende folgen. Komm, gehen wir weiter. Oh, Gil. Ich will diesen scheiß Skill lernen. Das Spiel teast mich jetzt. Fuck. Der gerade. Du weißt, was zu tun ist.
Aber jetzt... Gut. So, Lorschwinge. Was haben wir hier? Feder. Ich mach die Lorschwinge mal raus. Ich hab so Bock, das einfach jetzt mal zu machen, um diese Dingsbums zu sehen. Um ehrlich zu sein. Ich habe keine Heiltränke. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe keine Heiltränke mehr. Verdammt. Au. Aber die Lebensflamme sah cool aus. Die Lebensflamme sah richtig cool aus. So, jetzt will ich aber ganz kurz nochmal auf Toilette. Gib mir eine Minute. So, da bin ich wieder. Entschuldigt. Sag mal, bin ich... Hä, warum ist hier nichts gewesen? Das sieht doch groß genug für eine Bosskampfarena aus. Mal gucken, ob hier irgendwo in diesem IQ der Akkustand drin steht. Ein kritischer Akkustand verbleibt. Autsch.
Ja, das sagen die, aber wo steht denn hier? Ich habe langsam genug. Das glaube ich. Viel Heilung habe ich jetzt nicht bekommen. Na komm! Holy moly! Broly. Ich muss irgendwie ausschalten, dass er irgendwie diesen ganzen einfachen Dingsbums macht, weil das ist leicht nervig. Einfach aus dem Aspekt her, da kann ich nicht richtig kontrollieren, welche Dinger ich jetzt benutzen will. Endlich. Ich wäre mir da nicht so sicher. Was sind diese Kreaturen? Und warum greifen sie uns an? Wahrscheinlich fragen sie sich dasselbe. Wir sind hier eingedrungen. Und sie beschützen ihr Heim. Ja, der ist jetzt ein bisschen reumütig. Jill, dort. Ich
Ist das da etwa so eine Art Wandbild? Wir sollten es uns wohl genauer ansehen. Spielmodus, Actionfokus, Zielfixierung, ja. Soweit okay. Nee, brauche ich jetzt nicht. Ah, was haben wir hier? Verwende bei Unterschreitung eines bestimmten LP automatisch einen Heilungstrank, solange der Ring an. Dabei werden Heiltränke vor Supertränken eingesetzt. Okay, das ist okay. Kann ich jetzt links oder rechts lang? Ja, ne? Gut, ich hätte da jetzt auch lang gehen können, aber ich hätte nicht, ich weiß nicht, was mich da erwarten würde. Eine neue S-Bar. Und auf geht's. Ich will mich nicht beschweren. Das ist doch mal eine Kombination. Darf ich auch mal ausweichen? Alter. Bereit, als wir dachten.
Jo. Das waren jetzt Heilmittel. So, schießt gerade im Weg, Hundi. Ach, der Hundi doch nicht. Hallo, ich will streicheln. Geht nicht, schade. Ich dachte, ich könnte den Hundi zwischendurch noch mal ein bisschen streicheln. Ich habe nur ein Problem. Ich muss mit meinen Heiltränken klarkommen. Okay. Das hat wohl ausgereicht. Was ist denn das? Ein Penis. Noch ein Rätsel der Gefallenen. Hä? Ah, wir müssen die Dinge alle komplett... Okay, verstehe. Nun, ich verstehe. Gut. Ist okay. Finde ich gut. Hatte ich schon lange nicht mehr. So verschiedene Kammern. Ja gut, richtig Probleme machen die jetzt nicht. Hält sich also aktuell in Grenzen. Mit dem Schwierigkeitsgrad. Lichter. Es hat irgendwas bewirkt. Ja, es hat geleuchtet. Ich will es ja nicht meckern, aber... Also doch keine Sackgasse. Anscheinend nicht. Ach, ihr beiden. Ihr werdet euch doch irgendwann mal hoffentlich küssen. Gut, hat Final Fantasy eigentlich noch nie gehabt, muss ich sagen. Die hatten eigentlich immer solche relativ schon Romanzen, aber ohne... Muss ja auch nicht immer sein. Diesen Raum zu führen. Sind aber nur gute Freunde, also. Da kann man reinkacken. Was denkst du, wie alt das ist? 1000 Jahre? Mehr? Ich weiß nicht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wer ist wohl das in der Mitte? Eine Art Gott? Kann sein, dass das die Feuerbestie kombiniert ist. Das sieht aus wie Clive in seiner Feuerdingsbums. Plus Phönix. Jetzt guckt er hier unter den Rock. Oh.
Verdammt! Der zweite Dominus des Feuers! Wer bist du? Schon wieder? Oh nein. Ich bin zurück. Joshua! Au. Joshua hat auf mich gezählt. Er gab mir seinen Segen. Ich sollte über ihn wachen. Ihn an diesem Tag zu beschützen, war meine Pflicht. Clive. Joshua? Vergib mir. Ich flehe dich an. Er ist tot. Ich nahm ihm das Leben. Und ich gab jemand anders die Schuld. Ich wollte es nicht sehen. Vielleicht hatte ich Angst davor, dass ich mich komplett verlieren würde. Also lief ich davon, vor der Wahrheit. Und jetzt? Bist du bereit, dich ihr zu stellen? Ja. Es wird nicht einfach werden, aber ich muss es tun. Damit Joshuas Seele ihren Frieden finden kann. LOL! Wie schmerzhaft die Wahrheit auch sein mag, ich bin bereit. Komm, Ifrit. Zeig mir dein wahres Gesicht. LOL! Au. Ah!
aber gemein. Dieser Drecksack. Au! Wie soll man denn da... Alter, das ist mies. Ich komme erstaunlicherweise gut mit dem klar. Das ist schon echt mies. Die Jill muss sich total blöd vorkommen. Guckt den Clive jetzt zu, wie er sich selbst prügelt. Was los? Mehr hast du nicht drauf? Komm her! Oh, muss ich den jetzt auch noch klatschen? Yeah.
Jawohl. Au! Au! Soll man nicht übertreiben, Alter. Au. Was willst du? Keine Sorge. Ich lauf nicht mehr vor dir weg. Zusammen. Ja. Yo. Stellen wir uns der Vergangenheit. Ein für alle Mal. Holy moly! Zeig dich, Ifrit. Ah!
Alter, ich hab so Bock auf das Spiel. Fuck my life! Oh mein Gott! Ich hatte noch nie so viel Bock auf ein Final Fantasy wie hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so froh, dass ich das nebenher noch aufgenommen habe. Fuck mal live. Kämpfe können sie. Ich habe den Kampf so gefeiert. Ich war so gefesselt. OMG. Was ist los? Jill. Schon gut. Geht wieder. Ich hatte gerade selbst die Fresse poliert. Ich jage keine Schatten mehr. Er scheint nicht hier zu sein. Lass uns gehen.
Clive, geht es dir wirklich gut? Du kannst mit mir über alles reden. Ich sehe es jetzt so klar wie nie zuvor. Ich bin damals als Dominus erwacht. Genau an dieser Stelle. Und seitdem habe ich es verdrängt. Aber jetzt erkenne ich mich, wer ich wirklich bin. Die zweite Esper des Feuers, die meinen Bruder getötet und diese Burg zu Boden gebrannt hat, bin ich. Ifrit. Clive. Ich habe so viele Leben genommen und noch mehr zerstört, auch deins. Ich werde für alle meine Verbrechen noch büßen. Doch erst, wenn ich alles weiß. Warum gibt es eine zweite Esper des Feuers? Und warum bin ich ihr Dominus? Wer ist dieser Mann in der Robe? Und was will er? Ich muss es wissen. Ich werde nicht ruhen, bis ich alle Antworten habe. Wir werden sie finden, du und ich. Ich will das auch alles wissen. Deiner Buße stellen wir uns später, gemeinsam. Danke, dass du das sagst. Ich könnte das alles nicht ohne dich. Ja, immerhin gibt das zu. Du blickst der Wahrheit ins Gesicht. Mit offenen Augen. Du hast dich nicht verändert. Scheiße. Das hättest du nicht sagen sollen. Jetzt sagen sollen, sie ist hübscher geworden oder so. Aber ich muss wieder zu mir zurückfinden. Meine Taten waren unverzeihlich. Und doch haben sie uns wieder vereint. Danke, Jill. Wenn er hier ist, dann war das, was ich im Kerr gespürt habe, wie fatal. Es bleibt nicht viel Zeit. Was? Jetzt bin ich selbst verwirrt. Sag mir, wer das war, oder du wirst diesen Raum nicht verlassen. Der Bote hat... Er hat gesagt, dass Sid ihn bezahlt hat. War das der Kopf der Alten? Bin da selbst gerade ein bisschen verwirrt. Oh mein Gott, Justin. Du hast so einen geilen Kampf verpasst. So ein Plot-Twist.
Wir haben die innere Feuer-Esper Ifrit angenommen. Und haben einen Jungen gesehen, der so ähnlich aussah wie unser Bruder. Keine Ahnung. War ein epischer, geiler Fight. Benedicta. Ich glaube, die war da gerade im Kästchen. Die Benedicta. Ifrit ist erwacht. Gleif hat die Kontrolle über Esper Ifrit erlangt, wodurch ihm neue Esper-Fähigkeiten, wie zum Beispiel Feuerramme, zur Verfügung stehen. Wie der Name schon erahnen lässt. Gläuelreich kann er die gammeligen Überreste. Bäh. Boah, boah, Justin, das ist das. Bäh. Ifrit teilt sich die Plätze für Esper-Fähigkeit mit Phönix. Einen Überblick erhältst du unter. Okay. Alter, Limitrausch, der sieht so brutal aus. Und wohin jetzt? Zurück nach Eastpool. Ich muss noch einmal mit dem Dorfrat sprechen. Unter anderem über Lady Hannah. Ich weiß, dass sie bleiben will. Aber ich glaube, dass sie bei Sid sicherer wäre. Das stimmt. Wir sollten ein Treffen arrangieren. Ja, also wir haben da jetzt was getriggert. Aber warum sei der Torgal, was ist? Bestimmt nichts Gutes. Komm. Hundi! Oh nein, das. Ich glaube, ich weiß, was los ist. Habe ich mir gedacht. Was geht hier vor? Kaiserliche. Das werdet ihr bereuen. Hey, da sind noch welche. Ihr kennt die Befehle. Keine Überlebenden. Wer würde so etwas befehlen? Ifrit beschworen. Oha. So, Feuer. Oh nein. Okay, ehrlich, sieht ganz cool aus. Schwere Menschen kreisen eine Feuerbälle, um Gegner zu berühren. Ja, okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber das sieht ganz cool aus. Ifrit. Limitrausch kann ich verbessern. Oh mein Gott, hab ich Bock. Dachtest, du könntest uns entkommen, was, Träger? Na, kommt her. Komm, auf jeden Fall.
Nein, komm schon. Ihr werdet gar nichts machen, ihr Kacklappen. Packt mal live. Es kann sogar sein, ich habe so eine ganz komische Befürchtung. Es kann sogar sein, dass wir uns mit dem Phönix nochmal. Dass wir den Phönix nochmal wiedersehen und uns vielleicht mit dem verbunden. Kaiserin! Fick deine Mado, Bastard! Au. Das war ein Bitchlap. Hast du gerade meinen Hund gehauen? Du Hurensohn! Mein Gott, sind die Kämpfe mit diesem Limit Breaker so geil. Ja, Bock. Verzeiht mir, Lady Anna. Dabei war die so nett zu uns. Das ist keine Mutter mehr, das ist verwesendes Fotzenloch. Wir sind zu spät. Gav! Clive! Gav, 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 Gavity Gav. Also hat das die Herzogin verbrochen, ja? Hier in Eastpool wurden Träger versteckt. Wir dachten, sie wären sicher, aber
Man muss sie verraten haben. Wenn wir sie früher zu uns geholt hätten, wäre das alles nicht passiert. Verdammt! Mutter hat Träger schon immer verabscheut. Weil Vater sie aufnahm, obwohl sie anderswo Sklaven waren. Weil eine Laune des Schicksals ihnen ihre Kräfte gab. Und deshalb dieses Blutbad? Sie wollten nur frei sein. Träger werden gehasst, obwohl sie stärkere Kräfte hat. Mit dem Tod bestraft. Kräfte hat. Doch wir werden das ändern. Alles klar. Der Alten spalt mir die Fotze so weit auf. Dachte, ihr hättet noch was anderes zu tun. Ja, aber das kann warten. Wenn das so ist, sagt ihr beide Sid das am besten persönlich. Er würde sich sicher freuen. In Ordnung. Und zwar schnell. Ich habe gehört, er plant schon wieder einen Ausflug. Was ist mit den Toten? Hey! Kann ich euch die Dorfbewohner anvertrauen? Natürlich. Wir werden sie beisetzen. Danke. Euch allen. Dann gehen wir. Let's go. Nennen sie nie wieder Mutter, diese Alte. Ihr Ratten, wo ist euer Nest? Lord Kupka hat eine wichtige Nachricht und ich will sicher gehen, dass sie euch erreicht. Dieser Ficker. Und mir merkt es nicht, dass der uns folgt. Ich wette mit dir, das wird nicht gut. Verbrechen und Strafe. Strafe und Verbrechen. Wir haben viel zu besprechen. Ja, aber ich habe auch noch viel zu verkaufen. Und ich will erst nochmal zum Schmied. Ja? Was willst du? Bastardschwert. Ja, was trage ich denn überhaupt? Würde ich gerne mal wissen. Also, Invictus. 165, 165. Das haben sie vergessen. Und womit soll ich das bitte machen? Entschuldigung. So, verstärken. Das muss erstmal reichen. Kannst mir später danken. Ich habe keine Ahnung. Was das? Gut. Ich würde gerne mal wissen. Ja gut, das ist. Gehe ich erstmal direkt zu Sid. Aber dieser Kampf gegen die dunkle Feueresper. Gibt's hier. Gut, Aratestein ist ja klar. Können wir üben. Ich will mir noch ein paar Heiltränke bei der Alten kaufen. Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Ich
Ich hoffe, du hast es passend. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ich hoffe, du hast es passend. Warum konnte... Hä, ich hatte doch gar keine... Außer ich habe welche bekommen. Weird. Ach, da ist sie ja. Entweder wir verschließen weiter unsere Augen. Oder wir gehen durch... Ich gehe durch die Tür. Hier wird es aber auch jeden Tag voller. Ich sag mir, der Trubel ist gut so. Wenn ich tot bin, werde ich so viel Ruhe haben, wie ich will. Und? Gefunden, wonach du gesucht hast? Ich weiß noch immer nicht, ob es ein Segen, Fluch oder vielleicht auch etwas ganz anderes ist. Muss ich dann wohl nachschauen, sobald ich wieder mehr Zeit habe. Ja. Aber eines kann ich mit Sicherheit sagen. Wird aber nicht weniger Zeit werden, glaub mir. Ich bin ein Dominus. Ifrit. Und daran kann ich nichts ändern. Diese Bürde werde ich bis an mein Ende tragen. Wahre Worte. Vergebung und auch Erlösung beginnen bei uns selbst. Da müssen wir alle durch, ungeachtet unserer Vergangenheit. Sid, du hast einmal... von der Wahl gesprochen, so zu sterben, wie wir es möchten. Richtig. Ich habe nachgedacht und... warum sollte nicht auch das Leben zur Wahl stehen dürfen? 13 Jahre wollte ich nur Rache üben. Ich war so besessen davon, dass ich das Leben um mich herum gar nicht gesehen habe. Vielleicht, weil es so selten lebenswert ist. Seines Träger oder Bettler. Sie verbringen ihr gesamtes Dasein, ohne zu wissen, dass auch sie eine Wahl verdienen. Ich darf nicht länger die Augen vor ihrem Leid verschließen. Ist das deine Buße? Es ist unsere Antwort. Unsere Entscheidung. Ich werde euch beiden einiges abverlangen. Das wissen wir. Sehr gut. Mit einer kleinen Prise Feuer und Eis könnte mein Plan funktionieren. Was hast du denn bitte jetzt schon wieder ausgeheckt? Ein Geniestreich. Wir schleichen uns in die kaiserliche Hauptstadt. Ein kleiner Besuch. Deine Mutter. Nun hat die Fäule auch die letzten unserer Höfe in den Ostprovinzen verschluckt. Vor dem Winter werden wir die Kornspeicher der Hauptstadt nicht mehr füllen können. Wenn es sie dann überhaupt noch gibt. Die Plage ist bereits in greifbarer Nähe. Und ihr verliert euch in Jammer und Zank. Eure Heiligkeit? Benötigt das Kaiserreich fruchtbares Land? Sehet doch nach Süden. Ihr meint die Besitztümer des Kristalldominiums? Das Abkommen bindet unsere Hände. Wir haben geschworen, die Grenzen ihres Staates zu respektieren. Kardinal, schworen wir auch tatenlos zu hungern? Was ich damit sagen wollte, das ist aber... das kann ich also... Situation. Die Tore von Oriflam ächzen ob der Flut derer, die vor der Fäule fliehen.
Ohne genug Brot für die Mäuler innerhalb der Stadt, was bleibt da für jene außerhalb? Doch anstatt, dass ihr euch Fragen wie diesen stellt, kreuzt ihr lieber die Schwerter mit den Valutern und schickt unsere Soldaten zu Tausenden in den Tod. Unser Reich blutet, während hier bei einem müßigen Teekränzchen geschwätzt wird. Und ihr schimpft euch die fünf Weisen. Sanbrek ist nichts ohne seine Bürger. Wir haben ihnen zu dienen. Wenn ihr Land zugrunde gerichtet wird, ist es unsere Pflicht, Neues zu erschließen. Eure Heiligkeit, meint ihr einen Eroberungsfeldzug? Weiß ich, ob das so eine gute Idee ist. Ich würde eher gucken, dass man genau vielleicht... Genau, das ist meine Absicht. Es ist Zeit zu expandieren, nicht zu plaudern. Ich würde eher eine Koalisation... Dies ist der Wille Quigos. Ich würde eher eine Kollaboration anstreben. Man wird sich empören. Wir müssen einen Weg finden, das Volk zu beschwichtigen. Woher nehmen wir das Geld? Allein die Armee, wer bezahlt das alles? Jemand wird die Dalmeker in Schach halten müssen. Ich halte euch nicht auf. Wir haben alle viel zu tun. Ich würde eher zusammenarbeiten und gucken, ob man die Fäule rückgängig machen kann. Weil es kann ja nicht sein, dass, was weiß ich, ein paar Jahren, dass irgendwas passiert, was halt keiner mehr rückgängig machen kann. Das ist dumm. Wo ist mein Sohn? Prinz Dion ist an der Straße von Ota stationiert. Wenn ihr wünscht, kann ich seine unverzügliche Rückkehr in die Hauptstadt veranlassen. Das wird nicht nötig sein, doch weist ihn an, sich vorerst zu schonen. Bahamuts Kräfte werden bald wieder gebraucht. Wie ihr befehlt. Bahamuts Kräfte, das hört alles nicht so gut an. Das kann doch nicht sein. Du willst uns sagen, dass die Mutterkristalle der Grund für die Fäule sind? Bist du verrückt? Du bist nicht der Erste, der fragt, aber nein, bin ich nicht. Okay, das ist lustig. Wir haben es alle selbst gesehen. Einöden, wo einst grüne Wiesen waren. Land so tot ohne Äther, dass nicht mal die Ratten geblieben sind. Aber wo ist all der Äther? Ich habe Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass die Antwort direkt vor mir stand. Dort, in denselben Kristallen, deren scheinbaren Segen wir so schätzen. Das ist kein dummer Gedanke. Die saugen den Segen aus dem Land und bündeln ihn sozusagen. Gut, dazu. Dieser Kristall. Wie wirken wir damit überhaupt Magie? Antwort, indem wir der Luft Äther entziehen. Und wo kommt dieser Kristall her? Ist doch klar. Der kommt von einem Mutterkristall. Ganz genau, Gav. Nur passt dieser Kleine hier eben besser in die Tasche. Aber die Mutterkristalle sind gewaltig. Einige so groß wie Berge. Darin liegt das Problem. Überleg doch nur, wie viel Äther etwas von der Größe sammeln kann. Wo der dann aber hinfließt? Tja, ich kann nicht alles wissen, oder? Man sagt, die Mutterkristalle seien heilig. Ihr Äther ein Geschenk des Himmels. Jahrhunderte haben sich die Länder im Kampf darum gegenseitig zerfleischt. Kann es wirklich sein, dass das niemand erkannt hat? Naja, wer weiß. Vielleicht wurde es vertuscht. Vertuscht von wem, denkst du? Das kann natürlich auch sein. Der Obrigkeit. Den Göttern selbst? Ach, du willst jetzt also etwas dagegen tun. Das heißt, wir helfen Trägern und Domini nicht mehr? So meine ich das nicht. Meine Versprechen halte ich immer. Aber wenn wir weitermachen wie bisher, dann ist das Schicksal dieser Welt besiegelt.
Und wir können ja schlecht unsere Leute befreien, wenn sie alle tot im schwarzen Dreck liegen. Das wäre wohl auch keine Welt, in der wir selbstbestimmt leben, oder? Dann wäre alles umsonst gewesen. Also wir nutzen die Magie, die wir haben, tja, sieht aus, um die Berge zu zerstören. Erst unter das Messer, um eine neue aufzubauen. Was sagt ihr? Um die Quelle unserer Magie zu zerstören, damit die das Leben vom Land nicht aufsaugt, um uns die Magie zu geben. Ja, so schließt sich der Kreis, ja. Wir sollten dir wohl langsam auch etwas Vertrauen schenken. Ein Jahr hätte es auch getan. Aber trotzdem schön, euch dabei zu haben. Tja. Dafür brauche ich wohl etwas mehr als ein paar Tränke. Yep. Sharon hat neue Handelsware im Angebot. Im blühenden Amboss können... Ah, geil. Das ist gut. Gucken wir mal, was hier abgeht. Na, in welche gottverlassene Ecke dieser Welt will Sid dich als nächstes schleppen? Überall hin. Oriflam. In die Hauptstadt? Was habt ausgerechnet ihr in... Nein, sag lieber nichts. Ich halte mich da raus. Füllt die Limitleiste für 3. Oh, das ist nicht schlecht. Ich hoffe, du hast es passend. Oriflamme also. Die Handelsrouten von dort in Richtung Süden sind wohl doppelt so viel befahren wie sonst. Ich fürchte, da braut sich was zusammen. Etwas Dunkleres als Tarjas Keilergallentee. Ach, sprich am besten einfach mal mit Otto. Mach ich. Man müsste theoretisch sowas mal probieren. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Willst du was schmieden? Flammenzunge! Pass gut drauf auf, ja? Na klar. Nice. Na, Wolfsschärpe brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ist noch was? Passt schon. Sollte wohl eine Art Botschaft sein. Alles weg. Du hast einen Brief verloren? Ich hoffe, er war nicht wichtig. Nicht nur einen Brief, sondern alles. Meine Tasche hat ein riesiges Loch und ich, Trottel, habe es nicht bemerkt. Dum, dum, dum. Fehler können jedem mal passieren. Das ist mehr als nur ein Fehler. Ich bin ein Kurier. Wenn ich es nicht schaffe, Sachen von A nach B zu bringen, zu was bin ich dann gut? Du kannst Scheiße schütten. Zu gar nichts bin ich gut. Ich hab's verbockt. Wegen mir gibt's keine Kräuter für die Krankenstube, kein Fleisch für die Küche, keinen Nachschub für niemanden. Und wie willst du, dass die Briefe... Das Schlimmste an der Sache ist der Brief. Der war nämlich für Sid bestimmt. Er wartet schon tagelang darauf. Du hast deine Briefe verloren und deswegen gibt's kein Fleisch für die Küche? Wenn ich könnte, würde ich ganz Sturm auf den Kopf stellen. Aber die Fluchbrecher da draußen warten alle schon dringend auf meine nächste Lieferung. Nein, nein. Ich werde Otto und Sid die Sache beichten müssen. Ich hinterfrage das nicht länger. Zieh mir das Fell über die Ohren. Na schön. Ich gehe die Sachen für dich suchen. Meinst du das ernst? Oh, vielen Dank. Die Vorräte waren schließlich fürs Versteck. Sag schon, wo soll ich suchen? Vielleicht bei Gultans Hof. Ich hatte es eilig und bin dort durch die Rebstöcke gestolpert. Kann gut sein, dass ich mir meine Tasche dabei aufgerissen habe. Wenn du die Sachen findest, tust du den Menschen hier einen großen Gefallen. Und wenn du Sids Brief findest, rettest du mir den Hals. Ich werde ihn schon finden. Ach, das wäre großartig. Jetzt muss ich aber schnell los. Die Fluchbrecher zählen auf mich.
Zu Goutons Hof findest du sicher alleine, oder? Und bitte, beeil dich. Sid ist nicht gerade für seine Geduld bekannt. Der wird schon Geduld haben. Nein, ganz sicher nicht. Okay. Da draußen wird der Brief nicht unbeschadet bleiben. Ich sollte... Ja, ich bin doch dabei, meine Güte. Ich bin doch so... bin doch schon da. Otto war vorhin ziemlich laut. Setz dich, Clive. Ich schöpf dir was Leckeres ein. Also zieht ihr das wirklich durch? Ja. Vom Zerstören der Mutterkristalle redet Sid schon, seit ich ihn kenne. Aber das ist halt nur Gerede, dachte ich. Er ist sich seiner Sache ziemlich sicher. Wir brechen bald in die Hauptstadt auf. Wenigstens ist der Augenblick günstig. Der neueste Zusammenstoß mit den Valutern war wohl nicht genug, um den alten Silver auszubremsen. Seine Truppen sind wieder ausgerückt. Diesmal nach Süden. Ein neuer Krieg. Die große Gwigor verlangt es halt. Blutdurstige Furie, sag ich dir. Gwigor. Wie alle Götter eben. Doch, euch könnte die Situation zugutekommen. Kriege bringen Chaos. An vorderster Front, wieder heim. Mit etwas Rückenwind könnten ein paar geschickte Saboteure vollkommen unbemerkt in Oriflams Gassen agieren. Keine Frage. Interessant. Die Frage ist nur, ob sie überhaupt reinkommen. Der Grenzposten. Ganz genau. Um nach Oriflam rein oder wieder rauszukommen, müsst ihr durch Nordstedt. Aber zum Glück weiß ich, was ihr dazu braucht. Das? Ach Quatsch, nicht das. Das ist nur ein Zeichen für Madame. Und Madame kann euch sicher durch Nordstedt bringen. Ich schicke ihr einen Stolas, dann weiß sie Bescheid. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir kennen uns ewig. Sie ist auf unserer Seite. Bestimmt kommt ihr blendend miteinander klar. Das hoffe ich, aber wer ist diese Madame und wo finden wir sie? Sie ist die stolze Besitzerin des verruchtesten Hauses in Nordstedt. Dem Schleier. Bezaubernde Frau, wenn du mich fragst. Bordell. Bezaubernd. Aha. Bumshütte. Heb dir diesen Charme besser für Madame auf. Ich erwarte, dass du keine Details auslässt, wenn du wieder zurück bist. Ich werde garantiert nicht die Haare an ihren Nippeln zählen. Der Kunde aus den Landen freigeschaltet. Der Kunde aus den Landen ist jetzt bei Gautier in der Messe verfügbar. In den Berichten der Flugbrecher kannst du... Okay. Aufträge? Ich glaube, ich habe alles. Mal sehen, wo Gaff ist. Ah, du bist der Neue, richtig? Gautier, stets treu ergeben. Dem Versteck treu ergeben, meine ich. Mhm. Otto hat mir die Aufgabe übertragen, die Berichte unserer Verbündeten durchzugehen und eine Liste der Sachen zu erstellen, um die sich die Fluchbrecher kümmern sollten. Oder wer auch immer sich freiwillig meldet. Und es gibt mehr als genug, um das wir uns kümmern müssen, das verspreche ich dir. Das kennst du aber wahrscheinlich nur zu gut. Einem kräftigen Kerl wie dir wird doch sicher ständig Arbeit aufgeschwatzt. Solltest du jedenfalls auch mal in die Liste reinschauen wollen, sag einfach Bescheid. Also wir können jetzt ganz viele Nebenquests machen. Kannst du sicher abhaken. Es soll ja Leute geben, die einfach nur froh sind, helfen zu können. Aber wenn du einen Anreiz brauchst, für diese Aufgaben gibt es auch eine Belohnung. Finde ich gut. Ist was für dich dabei? Okay. Fahr ich da jetzt hin? Kill einfach was, oder? Ah, du bist einer von Sids Männern, habe ich recht? Möchtest du dich ein bisschen bei uns nützlich machen? Kommt drauf an. Worum geht's? Ein paar neue Träger aus Oriflam sind angekommen. Quentin musste tief in die Tasche greifen, damit ihr Besitzer sich von ihnen trennt.
Das muss ein Unmensch gewesen sein. Die Armen machen keinen Mucks, was ich auch sage. Du machst denen sicher nur noch mehr Angst. Haha, ja, gut möglich. Aber vielleicht öffnen sie sich ja einem ihresgleichen. Mach ihnen klar, dass sie hier sicher sind. Ich kann's versuchen. Das reicht mir. Sag ihnen, sie sind sicher. Und wenn sie etwas brauchen, dann können wir helfen. Okay. Ich reich das aus. Vielen Dank. Sie sind da drüben und ruhen sich zum ersten Mal im Leben aus. Oh, die sind ganz schön im Eimer. Ich habe einiges zu tun. Warte mal. Wenn ich da hinreise, dann kann ich die Briefe suchen, gehe zurück zum Dorf, spreche mit diesen armen Seelen. Irgendwo hier könnte der Kurier seine Lieferung verloren haben. Ich halte besser die Augen offen. Oh nein, muss ich jetzt die ganze Zeit... Ah. Gut, hier bin ich wohl richtig. Noch mehr von den Sachen. So. Viel mehr wird er nicht dabei gehabt haben. Aber keine Spur vom Brief. Ich könnte rumfragen. Vielleicht wurde er gefunden. So wie du angezogen bist, wirst du wohl nicht bei der Weinlese helfen. Bist du auf dem Weg zu Quinten? Ich suche nach einem verlorenen Brief. Hast du hier zufällig einen gefunden? Nein, tut mir leid. Falls du ihn doch noch entdeckst. Moment, vorhin habe ich einen Hund gesehen, der irgendetwas im Maul hatte. Das könnte ein Stück Papier gewesen sein. Hundejagd! Wer weiß. Yay, Hundekulasch! Vielleicht war das ja dein Brief. Wo ist der Hund jetzt? Er ist Richtung Kielbrück gerannt. Sah mir nicht nach einem Streuner aus. Bestimmt wird er dort von jemandem versorgt. Oh, schade. Nach Kielbrück also. Danke. Und suche in Kühlbrück. Nach dem Brief, den der Hund schibitzt hat. Okay. Das wird ein richtig guter Jagd. Dann wollen wir mal nach diesem Hundi holen gucken. Ah, ich denke mal, wir müssen ihn nicht schlachten. Geben dem Knochen und sagen, lass uns tauschen. Da ist er bestimmt dabei. Ich höre, ihr seid neu hier. Kann ich euch etwas bringen? Ruhig. Keine Angst. Hier wird keiner fürs Reden bestraft. Ihr seid jetzt frei. Wirklich? Ich habe Hunger. Meine Schwester auch. Wir. Wartet. Ich hole euch was aus der Schenke. Danke. Dauert nicht lang. Ruht euch hier aus. Oh. So. Zurück sein. Dann koche ich mal den Eintopf fertig. Mach das. So, dann holen wir mal was zu spachteln hier. Kann ich noch einen Schluck? Ich hätte gern zwei Schüsseln. Was Sättigendes? Geht nicht. Das Essen reicht gerade für uns. Wir können nicht auch noch Fremde durchfüttern. Ach, es ist nicht für mich. Es ist für zwei neue Träger hier. Oh, vergib mir. Ich sehe das Siegel. Du gehörst zu uns. Nimm dir so viel Brot und Wein, wie du willst. Du kannst dich einfach bedienen.
So leicht wechselt der Ton. Ein Blick auf das Siegel macht's. Aber natürlich. Ich tue, was Quinten befiehlt. Wie wir alle. Und er legt Wert darauf, dass es den Neuzugängen an nichts fehlt. Gut. Deine Kameraden haben Hunger. Nimm dir hier was und bring es ihnen. Ist aber lieb. Brot und Wein. Ich hoffe, davon werden sie satt. Ich denke mal, Brot und Wasser würde erstmal ausreichen. Da sind die voll happy und er bringt gleich Wein. Ich hab Hunger. Okay. Wir haben zwar nicht viel, aber nimm erstmal das Edelste, was wir haben. Bitte nicht schon wieder ruhig. Hast du das gesehen? Dieser Träger hat offen gesprochen. Was geht an diesem Ort nur vor? Ja. Brot und Wein aus der Schenke. Ja, die sind das nicht gewohnt, offen sprechen zu dürfen. Wirklich? Hier sind jetzt ihre abgenagten Knochen. Selbst. Frisches Brot. Noch nie in meinem Leben. Das muss doch ein Traum sein. Wir sitzen und wir essen, ohne gestraft zu werden. Ja, ich kann es nicht fassen. Das ist ja voll böse. Seid frei. Wenn ihr wieder Hunger habt, fragt in der Schenke. Keine Scheu. Danke für alles. Danke. Ein Grillkäfer noch. Oh, schade. Was denkst du, geschieht nun mit uns? Nichts Böses, versprochen. So, wo ist jetzt dieser Drecksköter, der mir den Brief geklaut hat? Aber was essen wir heute Abend? Och, den ganzen Tag auf der Leine und immer noch nicht offen. Oh nein, jetzt sieht er selbst nicht ganz. Da haben wir den Übeltäter. Tut mir leid, Kleiner. Auf den wartet jemand. Und zwar schon viel zu lange. Hoffentlich erspart das dem Kurier die Standpauke. Tja, die benutzen Magie, um zu leben, und das ist ja verständlich. Hier noch irgendwas? Hier sieht man nichts. Also mit den Schatten haben sie es gefühlt ein bisschen übertrieben. Geheimnisse der Vinifiktion. Manch ein Winzer entfernt die Schalen zwar nach dem Pressen der Trauben, doch bläst man sowohl Schalen als auch Kerne bis zum Keltern in der Maische. Ja, komm, drauf geschissen. Interessiert mich nicht. Quinten wird mir niemals verzeihen, wenn er. Ich will keinen Ärger. Moment, das. Aha, Gwigor, sei Dank! Du trägst den Gehängten! Ich hielt dich für einen Räuber. Jetzt, wo ich es besser weiß, könntest du mir helfen? Im Weinberg Kielbrücks ganzem Stolz hat sich ein großer Schwarm Wespen eingenistet. Und du brauchst jemanden, der sie vernichtet? Ganz genau. So weit weg vom Wald sind sonst keine, schon gar nicht so wilde. Der süße Duft muss sie angelockt haben. Wen wundert's? Wenn die Biester sie nicht wegfressen, wird das die beste Ernte aller Zeiten. Ich wollte sie verscheuchen, aber von mir ließen sie sich nicht einschüchtern. Und wenn die Trauben nicht bald gekeltert werden, macht Quinten mich einen Kopf kürzer. Böser Quinten. Du scheinst mir kampferprobt zu sein.
Würdest du einem Kameraden helfen? Na klar. Bitte, vertreib die Wespen, damit ich meine Arbeit tun kann. Na gut, wird erledigt. Oh, danke. Du findest die Wespen auf Goltons Hof am Dorfrand. Beeil dich. Gut. Braucht den Wein. Na, selbstverständlich. Ich meine, komm schon. So, Achso, da kann ich nicht rein. Gut. Gehen wir mal wieder nach oben. So. Sprich mit Gav. Erledige die Schädlinge in Gaubers hoch. Okay. Bringe die gefundenen Sachen zu Glens Versteck. Ach, den ganzen Tag auf der Warte mal, ich kann doch bestimmt... Ich glaube, das bringt mich alles nicht weiter. Ist, glaube ich, relativ egal, wo ich mich teleporte. So, ihr blöden Wespen. Das muss der Weinberg sein. So ein paar Wespen sind schnell erledigt. Ja. Tja, sagst du jetzt. Okay. Habe ich mich geirrt? Das Gut. waren wohl die letzten. Quentins Mann wird sich. Ah, ich muss ja noch. Ich muss ja noch hingehen und muss mit ihm sprechen. Ach. Das wäre cool, wenn es so einfach so gehen würde. Ja, könnt ihr mal. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das Game aktuell immer noch so findet? Ich finde nach dem Kampf mit dem. Die Ernte brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Mit der Feuerespe einfach geil. Danke. Nicht auszudenken, was mir sonst geblüht hätte. Hier, das hast du dir verdient. Unser Goltons Roter ist bei Kennern beliebt und wird für einen stattlichen Preis gehandelt. Mit dem Erlös sorgen wir hier für volle Bäuche und halten uns die Kaiserlichen vom Leib. Quentin kam auf die Idee mit dem Wein. Er wollte Trägern Arbeit verschaffen, ohne sie in Gefahr zu bringen. So, das scheint er erreicht zu haben. Zumindest jetzt. Das ist fair. Ich lasse ihn von deiner guten Tat wissen. Und sobald der Wein bereit zum Genuss ist, trinken wir ein, zwei Gläschen auf dein Wohl. Gut. Auftrag abgeschlossen. Das war aber wenig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich nicht einfach auf die Weltkarte gehen direkt? Marthas Rast, da gibt es auch noch was. Wollen wir mit der Story weitermachen oder wollen wir noch den Leuten ein bisschen helfen? Ich weiß, die Nebenquests sollen davon... abhalten, die Story weiterzumachen. Aber so ein paar Leuten helfe ich ganz gerne. Ich habe auch keine Ahnung, ob das überhaupt... Es ist wahr. Sie haben alles niedergebracht.
Banditen. Das war's mit uns. Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehst Martha zur Hand. Hilf uns. Ich bitte dich. Oh, wer kann da schon wieder stehen? Banditen im goldenen Federbett spielen sich auf mit ihren Schwertern. Die bringen noch jemanden um. Als sie reinstürmten, bin ich zur Hintertür raus. Ich hätte nicht... Ich... Oh, bitte, hilf ihnen. Schon gut. Ich kümmere mich darum. Hab Dank. Goldenen Federbett. Wie viele waren es? Ich war weg, bevor ich zählen konnte. Aber das waren richtige Verbrecher. Sieh dich da drin vor, hörst du? Im goldenen Federbett. So, Platz hier. Kommt der Chef. Goldenes Federbett. Auf dem paar Kupfermünzen hier kann ich nicht schlafen. Ach komm schon, das waren zwei. Oh, das ist ja eine hübsche Klinge, Freundchen. Ist doch aber bestimmt schwer. Die werden wir dir mal abnehmen, ja? Gib Zeit. Ich will dieses Schwert. Bring es hinter uns. Ja. Du Lümmel, ich werde dir Manieren beibringen. Einmal mal ein, zwei Hoden abgeschnitten und dann ist er schon ruhiger, glaub mir. Da streunert er nicht mehr so weit rum. Drecksau. Von meinem Schwert lass dir schön die Finger. Ich muss so sehen, wie dem sein Schwert aussieht. Auf jeden Fall. Da ist er ja. Der Retter des goldenen Federbetts. So eine Frechheit traut sich dank dir so schnell niemand mehr, Clive. Ein Glück, dass du zur Stelle warst. Diese elenden Feiglinge hätten das niemals gewagt, wenn ich hier gewesen wäre. Warst du aber nicht. Hast du nicht gesagt, die Taverne wird bewacht? Die Blutbeile passen hier eigentlich auf, ja. Wenn sie nicht gerade woanders für Ruhe sorgen... Überall können sie leider nicht sein. Das Kaiserreich hat zwar das Sagen, aber auf uns aufpassen müssen wir selbst. Wenn die Blutbeile und ich nicht wären, würden die Händler einen großen Bogen um diese Gegend machen. Verstehe. Dann erweist du Rosaria einen großen Dienst. Das hast du heute aber auch getan. Du bist richtig zu was zu gebrauchen. Hier. Und wenn du das nächste Mal vorbeikommst, gibt's ein Getränk aufs Haus. Ach, das ist lieb. Bis es hier wieder einigermaßen aussieht, ist viel zu tun. Du gehst besser los, bevor ich dich zum Wischen verdonner. Ja, wir haben zwar aufgeräumt, aber hinter uns muss man ja auch aufräumen. Ja. Der Mann der Stunde. Du Lappen. Es geht eigentlich, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht so viel. Finde ich gut, persönlich. Dass es nicht so viel ist. Ja, mit dem spreche ich später. Gerade erst zurückgekommen. Zum Glück bin ich Otto noch nicht begegnet. Hast du vielleicht deine Lieferung gefunden? Das habe ich. Gut. Ich dachte, die Sachen sehen wir nie wieder. Und der Brief? Nur ein bisschen Sabba dran. Habe ich selbst angesabbert. Oh, dann muss ich mich endlich nicht mehr vor Otto und Sid verstecken. Dank deiner Hilfe. Die Vorräte waren ja schon wichtig, aber wenn Sid von dem Brief erfahren hätte... Ein Bericht von den Fluchbrechern? Wenn's nur das wäre. Er ist von seiner Tochter. Sie ist in Canva zum Studieren. Wenn er zu lange nichts von ihr hört, dreht Sid vor Sorge immer fast durch. Eine Tochter hat er nie erwähnt.
Er ist eben sehr beschäftigt. Und dank dir muss er keine Zeit damit verschwenden, sein Donnerwetter auf nutzlose Kuriere loszulassen. So, und damit du auch was von der Sache hast, hier, eine kleine Entschädigung. Ja, ist doch super. Ich habe keine Ahnung, was sie mir die ganze Zeit geben. Wenn du irgendwas von Sid brauchst, frag ihn am besten heute. Wenn er Briefe von seiner Tochter bekommt, ist er immer in bester Laune. Okay. Auftrag abgeschlossen. Ja, komm, Reißzahn. Virit. So, hier soll's noch eine Nebenquest geben. Das mache ich auch gleich. Er ist sonst nie so spät. Was ist denn los? Wo bist du, Randall? Ist in der Ecke und wichst sich ein. Entschuldige bitte. Ich war ganz in Gedanken. Es geht um meinen Freund, weißt du? Der ist unterwegs und sollte längst zurück sein. Ein Träger ganz allein ohne Begleitung. Warum hat er das Versteck verlassen? Wurden im Wald kacken. Arbeit. Wir brauchen die Gil, auch wenn es gefährlich ist. Das Versteck kann nicht nur von Luft und Liebe leben. Karun tut zwar, was sie kann, aber das allein reicht nicht. Ah, du warst Soldat, nicht wahr? Bei den Kaiserlichen? Das stimmt. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich bin zu alt, um draußen herumzuirren. Das Sid war eigentlich kein Soldat. Der Clive. Der war eigentlich Lustknabe. Oh, danke. Deswegen ist er so gut was gebaut. Was du noch über deinen Freund? Sein Name ist Randall. Und du wirst ihn wohl in Kielbrück finden. Doch. Er arbeitet für Quinten, den Schankwirt. Der wird bestimmt mehr wissen. Ich rede mit ihm. Ich wette mit dir, der sitzt da und besäuft sich. Nochmals, danke. Hätte ich den Scheiß doch mal vorher angenommen. Ah, dam, 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 dum, dum, ich bin so dumm, dumm, manchmal so dumm, dumm, la, 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 la. Ich wette mit dir, ich bin im Arsch an dem vorbeigerannt. Ja, selbst der Hund guckt mich blöd an und denkt so, Alter, hast du einen Knall. Aber woher wusste der Krämer? Wenn das nicht Sids junger Schützling ist. Was verschafft mir denn die Ehre? Ich suche einen Träger namens Randall. Man sagte mir, er arbeitet für dich. Er hätte vor einer ganzen Weile zurück sein sollen. Sein Freund hat mich um Hilfe gebeten. Randall, sagst du? Der Gehilfe? Oh ja, ich kenne ihn. Heute hat er gut zu tun. Da wundert es mich nicht, dass er spät dran ist. Wenn ich es allerdings recht bedenke, sollte er doch langsam zurück sein. Ich gehe ihn suchen. Wo ist er denn hin? Im Frauenhaus. Er sollte einen meiner Männer südlich von hier treffen, auf Lauberts Forstweg. Ich hoffe doch, es ist ihm nichts passiert. Gib mir sofort Bescheid, Clive. Na super, ich kann mich da nicht mehr hin teleporten. Wie viele hatte ich? Hat das kleine Mädchen gerade gesagt, sie will noch einen Wein? Hier werden schon die Kinder zum Wein trinken verdonnert, kannst du mal sehen. Als Strafe trinkst du 3 Liter Rotwein. Aber Papa, davon wird mir immer so schlecht. Es war ja eine Strafe. Warum gibt es hier kein Kristall? Der sagt halt, hey, du kommst hier nicht rein.
Ich gleich, ich hier reinkomme. Yay, 2 Gil gefunden, hinterm Baum. Das geht eigentlich. Ich bin recht schnell und fix hier unterwegs. 5 Gil gefunden, im Busch. Er hat einen Krampf bekommen beim Kacken. Siegel. Du gehörst zu uns. Was für ein Glück. Wildstimme. Sie haben uns angegriffen. Randall wollte sie unbedingt weglocken. Der Kerl hat wirklich mehr Mut als Verstand. Wo ist das passiert? Weiter da vorne. Auf der Lichtung. Bitte. Geh und rette ihn. Wildstimme. Ich werde versuchen. Geh du zurück nach Kielbrück und erzähl alles Quinten. Wildstämme auch noch. Ach, diese Lappen. Alter, der hat aber, ist aber gut tanky. So, du kleiner fetter Troll. Au. Bam, schluck das, du Wichser. Ich habe Juna noch gar nicht gesehen. Knochenhalskette, Mutterkrab. Bei Gestaltung dieser grässlichen Kette ist allem Anschein nach nicht viel Liebe und Fantasie eingeflossen. Die Knochen an der oben Schnur aufgefehlt. Die Knochen hier da stammen höchstwahrscheinlich von den verschiedenen Opfern. Autsch. So. Fuck. Armer Randall. Ich bin zu spät gekommen. Er soll hier nicht einfach liegen bleiben. Zurück zu Quinten. Es ist so verstrickt.
Naja. Bis jetzt geht's eigentlich, muss ich sagen. Also mir gefällt das Spiel ganz gut. Es hat seine Momente. Ich habe so das Gefühl, dass die Nebenmission, dass da immer was passiert, aber dass das eher so die Momente der Ruhe sind. Warum kann ich hier eigentlich nicht rennen? Aber ein schönes Dörfchen. Muss ich ja schon sagen. Die Sonne geht unter. Nur das mit diesem Schatten ist halt. Speis. Okay. Da bist du. Ich habe gehört, was passiert ist. Und? Wie ich sehe, bist du allein. Hey Kai, grüß dich. Na, soweit ganz gut. Das habe ich befürchtet. Ich hoffe, dir geht's soweit ganz gut. Er liegt in der Nähe des Südtors. Bitte kümmere dich um ihn. Natürlich. Ich werde alles Nötige veranlassen. Wir haben eben einen richtig geilen Kampf gehabt. Wir sind aber jetzt mit unserer S-Bar 1 geworden. Mut. Aber nicht von seinem Leichtsinn. Armer Kerl. Mut und Leichtsinn Habt liegen nah beieinander. Ziemlich. Mir gefiel, dass er auch vor gefährlicher Arbeit nicht zurückschreckte. Und ihm gefiel die Bezahlung. Weil er damit dem Versteck geholfen hat. Ich werde es Sid selbst sagen. Er wird sicher nicht glücklich sein zu hören, was hier geschehen ist. Und du dürftest auch nicht erfreut über den Ausgang sein. Für deine Mühe. Tja. Nicht so geil. So, was haben wir denn jetzt noch? Gar nicht mehr so viel, oder? Das ging. Mir kam gut klar. Jetzt geht's aber mit der Hauptstory weiter. Ich hoffe, es kommen noch ein paar riesige Esper-Fights. Vor allem Esper gegen Esper, das war richtig geil. Schnell, schnell, schnell. Bloß nicht trödeln. Folge nur Befehlen. Witzig, dachte, du wärst anders drauf. Tja, du färbst halt auf mich ab, Gav. Hä? Da sind Bros. Ein schöner Tag für etwas Unfug, meint ihr nicht? Was hast du mit der Tief... Gehen wir zu viert? Was hast du mit der Jill gemacht? Zu Hause bleiben. Achso, stimmt, wir wollen ja... Also nur wir drei. Feuer, Eis und Blitz. Wachenkopf ist das Herzstück von Sanbrek. In Oriflam herrscht Chaos, aber mit einer Armee können wir doch trotzdem nicht anrücken. Je weniger wir sind, desto weniger fallen wir auf. Also unser... Falls es doch schief geht, dann haben wir noch unsere Esper. Sid, es tut mir leid. Ich fürchte, Ifrit kommt und geht, wann er will. In der Regel sollte dir das Erwecken keine Schwierigkeiten machen. Jedoch wäre das nicht die erste Abweichung. Ach, wenigstens hat er noch den Segen des Phönix, oder? Und die Macht, die er Garuda abgezwackt hat. Oh, und hab ich dir erzählt, er war einst der stärkste Schild in Rosaria. Weißt du, zur Not kann er sich bestimmt auch allein aus der Hauptstadt herauskämpfen. Lassen wir es nicht drauf ankommen. Getrennt werden wir weniger Aufmerksamkeit erregen. Wir treffen uns in Nordstedt in ein paar Tagen. Benehmt euch, ja? Gut. Ich würde sagen,
Feuer frei. Also, wir treffen uns in Nordstedt. Hoffentlich dauert es nicht so lange, diese Madame zu finden. Ach stimmt ja, wir müssen ja das Frauenhaus besuchen. Da bin ich mal gespannt. Es soll Nacktheit hier in dem Spiel geben. Ich bin mal gespannt, wie viel. Also bei Witcher 3 im Frauenhaus haben wir ja ständig die Damen oben ohne gesehen. Bin mal gespannt, wie sie es hier machen. Hier würde das nicht wirklich passen. Tja, der Wirbelsturm war ein bisschen übertrieben, aber was soll man halt machen? Alter, mein Hund nimmt das Vieh auseinander. Ist ja unglaublich. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Yay, Heiltrank. Chocobos. Dann wollen wir mal dahin. Waren wir nicht hier schon mal? Haben wir da nicht die Alte da geklatscht? Das war's. Das hat dem Justin bestimmt in den Ohren wehgetan. Okay, das war lustig. Ich muss aber kurz auf Toilette. Bis gleich. Bordell in Nordstedt habe ich schon gehört. Aber das war nördlich vom Grenzposten.
Ja, wo es Geld gibt, gibt's Bordelle. Ganz einfach. Oh, das duftet alles so köstlich. Gib mir einen Schinken. Den größten. Leckere Pflaumen. Die bringen jeden zum Staunen. Ich kann ja auch gleich mein Pfläumchen zeigen. Das bringt ja auch zum Staunen. Hallo, Metzger. Lust auf einen edlen Tropfen? Nein, ich will ficken. Das Recht, alle verbotenen Gegenstände zu beschlagnahmen. Was ist verboten? Alles, was Spaß macht. Finde die Madame. Frischer wird das Obst nicht mehr. Was kann ich für dich tun? Meteoritenstein, Mutterkap, Dornmuschelschale. Wenn ich wenigstens sehen würde, wie viel ich davon im Inventar habe. Ah, doch, habe ich im Besitz. Okay. Nee, passt schon. Boah, die Notenrolle brauche ich jetzt nicht unbedingt. Komm gern passt. Wieder. Passt. Ja, das, was sie die ganze Zeit mit Magie benutzen, saugt halt das Land aus. Ist mir schon klar. Willkommen! Verzieh dich, Träger. Siehst du nicht, dass ich Kundschaft habe? Oh, kann ich nämlich einfach den Arsch aufreißen? Heute Morgen gefangen in den... Kommt, gönnt euch was! Fass ihr ja nichts an. Wenn jemand sieht, wie ein Träger meine Ware antatscht, kriege ich nichts mehr verkauft. Allein jetzt würde ich einfach auf die Ware spucken. Einfach reinrotzen, einfach... Für Bürger, nicht für Knechte. Ah. Wo ist diese Madame? Das sieht falsch aus. Entschuldigung. Nordstedt. Soll irgendwo ein Bordell sein? Aha. Die sah interessant aus. Die Madame. Habt ihr einen Moment? Einen Moment? Glaubst du, dass du dir so viel Zeit mit mir leisten kannst? Träger? Mein Fehler. Nein, meiner. Wenn ich es mir recht überlege, riechst du nicht wie ein Träger. Dieser Duft. Otto wusste schon immer, wie man mich verwöhnt. Ganz im Gegensatz zu Sid. Also Sid hatte ich nicht richtig gefickt, Otto aber schon. Kannst du mich verwöhnen? Clive? Mädel, ich bring dich zum Spritzen. Das ist so, als würdest du... Ich mit dir fertig bedenken, die Jungs, sie würden einen Hydranten in Berlin vögeln. Unpersönliche Anredeformen meinen gewöhnlichen Kunden. Für dich bin ich Isabel. Ach, Isabel, wenn ich mit dir fertig bin, du... deinem Strahl kannst du ganze Aufstände niedermähen. Oder? Natürlich könnt ihr das, aber... Warum solltet ihr... Dir helfen? Weil wir das nun mal tun. Ich mit dir fertig bin, Isabel. Das ist so, als würdest du Moby Dicks Blasloch lecken. Das habe ich niemals vergessen. Ohne ihn Entschuldigung. Wäre ich heute nicht, wer ich bin. Daher sehe ich zu, ebenfalls zu helfen, wenn ich es kann. Ja, mich alle auf Flirt, keiner hört mir mehr zu. Und so sind wir zwei hier. An der letzten großen Hürde. Zwischen dir und dem, was auch immer du in der Hauptstadt suchen magst. Oh, wir wollen den Kristall vernichten. Wir wollen Aufstand anzetteln. Ich bezweifle stark, dass ein Träger unversehrt an den Grenzwachen vorbeikommt. Es sei denn... Es sei denn was?
Den Männern drückt die Hose. Die macht einen Dreier. Es sei denn, er ist in Begleitung seiner Besitzerin. Oha. Ja. So wird es bestimmt gehen. Doch. Wenn die so mit mir sprechen würde. Ich auch etwas von dir. Halt. Was? Ich würde dir so nehmen. Ich würde dir die Kleider runterreißen und sagen, ich fick dich auf dem Marktplatz. Direkt. Bam, 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 bam. Oh, wie bekommen Sie diese Farbe? Man nimmt eine weiße Unterhose, trinkt Abführmittel und reißt sich den Arsch auf. Und dann, bam, blutrot. Na. Wir wollen doch nicht, dass jemand sieht, wie mein Eigentum rebelliert, oder? Dieses Brandmal macht mich zu niemandes Eigentum. Auch wenn ich es nicht verstecken kann. Bisher hat dieses Brandmal nichts getan, als dich auszubeuten. Doch heute gibt es dir zum ersten Mal etwas, das du willst. Spiel einfach mit. Wer hat gesagt, dass ich dich will? Madame, schon zurück zum Schleier? Aber natürlich. Schließlich muss ich mich auf deinen Besuch vorbereiten. Und wer ist das da? Meine neue Leibwache. Bei all den Valutern ist das Reisen für eine Frau viel zu gefährlich. Beneidenswerter Kerl. Du weißt ja, wo du deinen Neid befriedigen kannst. Wir sehen uns des Nachts. Knallhart. Knallhart. Bist also ein dreckiger Träger. Hast Glück, dass du Madame gehörst. Geh mir aus den Augen, du Hund. Der ist nur eifersüchtig. Weil er gern ihr Leibblech, ihr Schoßhütchen wäre. Das lief doch gar nicht so schlecht. Findet ihr, ja? Und wenn die mich erkannt hätten? Haben sie aber nicht. Und selbst wenn doch, hätten sie nichts unternommen. Ja, die Puffmutti hätte nämlich... Die Grenzposten zählen zu meinen besten Stammkunden. Wir haben eine Übereinkunft. Wer weiß, was du heute Abend dafür lutschen musst. Also, folge mir jetzt bitte. Wir reden im Schleier weiter. Ich wette mit dir, die hat wegen diesem... Sieht nicht so aus, als hätte ich eine andere Wahl. Wegen diesem Nicht-Fragen- und Durchlassen-Gestell hätte die bestimmt heute Abend alle Hände und Münder voll zu tun. Ich hab dich lange nicht im Schleier gesehen. Hast du etwa keine Lust mehr auf uns? Nein, das ist es nicht. Die Garnison soll... Genau. Und wenn jemand nach ihren Diensten verlangt, sagst du, dass sie erkältet ist. Madame, ihr seht prächtig aus. Danke, du auch, Liebes. Oh, die ist lieb. Sollen wir euch ein Bad einlassen, Madame? Das wird nicht nötig sein. Er muss sich schon sauber machen für das Gesindel. Clive, mein Liebster. Willkommen im Schleier. Warum macht ihr mich die ganze Zeit so an? Darf ich da rein? Noch. Dank euch ist das Spiel nicht verboten. Milady. Ich stehe in eurer Schuld. Das war ja auch Sinn der Sache, oder nicht? Und für dich bin ich Isabel. Was hat dich nur so verklemmt werden lassen? Mit Sicherheit nicht Sitzeinfluss. Und im Gegenzug? Was soll ich für euch tun? Hose aus. Ich will die anderen nicht warten lassen. Sid und das Mädchen sind noch nicht hier. Meine Leute bringen sie getrennt hierher. Otto hat mich gebeten, ihnen auch zu helfen. Warum guckt ihr die ganze Zeit runter? Du sollst jemanden für mich finden. Eins meiner Mädchen. Ach so. Tadjen wird seit mehreren Tagen vermisst. Sie hat keine Nachricht hinterlassen. Und ich fürchte um ihr Wohl. Ich suche bereits mein ganzes Leben nach Menschen.
Bisher nicht gerade erfolgreich. Ich verlasse mich auf dich. Ach, und nimm das. Das ist mein Schlampenschlüpfer. Ach so. Entschuldigung. Ein Zeichen meines Vertrauens. Warum muss ich sämtliche... Ich hoffe, das wird reichen, um allzu neugierige Blicke von deinen rosigen Wangen abzulenken. So, ich habe nun etwas im eisernen Fass zu erledigen. Die ist doch Deine echt untervögelt, oder? Findest du mich dort? Ist doch echt eindeutig unterfickt. Ich habe noch nie eine Dame gesehen, die so extrem raufging. Unfucking fassbar. Ich sehe Madames Brosche, ein Vertrauter. Ich soll für Madame nach Tatienne suchen. Was kannst du mir über sie sagen? Sie wird immer noch vermisst? Oh, hätte ich ihr doch besser zugehört. Meinst du vor ihrem Verschwinden? Einen Tag zuvor. Sie hat laut geweint. Sie hat ihren Kamm gesucht. Ein Geschenk von Madame. Kein teurer, aber für sie war er von unschätzbarem Wert. Tatienne war eine Waise. Madame ist wie eine Mutter für sie, wie für uns alle. Deshalb also die Tränen. Und ich habe sie nicht getröstet. Aber vielleicht jemand anderes. Tatiennes Schlafgenossin. Vielleicht ist ihr etwas aufgefallen. Sie sitzt dort drüben am Teich. Danke. Hoffentlich weiß Tatiennes Schlafgenossin mehr. Tatiennes Schlafgenossin. Jetzt wird's interessant. Ah, du bist doch Madames neue Leibwache, habe ich recht? Musst du etwa Botengänge für sie erledigen? Du Armer. Dann bist du ja schon ausgelaugt, bevor deine Schicht heute Nacht beginnt. Ich habe gehört, du teilst dir ein Zimmer mit Tatienne. Hat sie dir irgendwas gesagt, bevor sie... verschwunden ist? Nur, dass sie jemanden treffen müsse. Sie hat keinen Namen genannt. Aber ich weiß trotzdem, wen. Wen denn? Der vom Grenzposten. Kleiner Widerling. Hat jeden Geld für Tatienne ausgegeben. Und sich ständig mit ihren anderen Feiern angelegt. Er klebte ihr ständig am Rock. Anfangs hat das Tatienne gefallen, aber schon bald wurde er ihr unheimlich. Sie wollte es Madame sagen. Aber die war so stolz auf Tatienne für die hohen Einnahmen. Also hat sie nichts gesagt. Hast du den Mann schon mal gesehen? Kannst du ihn beschreiben? Natürlich. Hat ja oft genug versucht, bei uns einzusteigen. Er hat eine Narbe über dem Auge. Angeblich eine Kriegswunde. Danke, das hilft mir weiter. Lass ihn nicht entwischen. Finde ihn, dann findest du auch sie. Ein Mann vom Grenzposten. Dann sollte ich mich an der Garnison umsehen. Okay, wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar... Brauchst du noch eine nette Erinnerung an mich? Okay, das wird mir langsam zu creepy hier. Ich will noch ein paar... Nee, ich will jetzt... Nebenquests muss ich keine machen. Ich will jetzt hier ein bisschen weitermachen, ein bisschen Action haben. Hab gehört, du hast beim Würfeln gewonnen. Wird gleich ver... Ich suche einen Mann mit einer Narbe überm Auge. Zum Vögeln oder was? Sieht das hier aus wie ein Bordell, Träger? Verpiss dich! Still, du Esel! Siehst du nicht die Brosche? Ein Wort von dem reicht und der Schleier ist für uns gestorben. Ja, geil. Es gibt nur einen Soldaten mit so einer Narbe bei uns. Sein Name ist Yannick. Ich habe ihn aber eine Weile nicht gesehen. Ja, er meinte, er will nach Mur. Er ist vor ein paar Tagen aufgebrochen. Er wollte dort wohl einen Händler treffen. Madame dankt euch. Das ist das letzte Dorf vor Oriflam. Ich sag besser Isabel Bescheid. Tja, finde ich gut. Hallo? Clive, hast du gute Nachrichten für mich? Das bleibt abzuwarten. Hätte Tatienne mir das doch gesagt. Dieser Yannick,
Die Soldaten meinten, dass er ein Moor sein könnte. Angeblich wollte er dorthin, um einen Händler zu treffen. Fragt sich, warum er nicht zurückgekommen ist. Und deshalb willst du vermutlich nach Moor, um das herauszufinden. Soll ich das etwa nicht? Doch, natürlich. Ich sorge mich allerdings, was dich dort erwarten könnte. Die Menschen in Moor sind recht engstirnig. Auf Träger sind sie nicht gut zu sprechen. Solltest du ihnen auffallen, werden sie dich ohne Zögern ausliefern. Doch mir ist dort jemand einen Gefallen schuldig. Mehr als nur einen. Okay. Sein Name ist Bertrand. Er arbeitet bei den Ställen. Sag ihm, ich schicke dich. Gut, ich komme so schnell wie möglich zurück. Na gut. Dann wollen wir mal der Dame ihre Dingsbums holen. Oriflam, wie viele Träger schuften, um deine Kornspeicher zu füllen? So, hier gibt's also noch ein paar. Genug für heute, Träger. Boah. Ich würde ja am liebsten alle so verprügeln. Genug getrödelt, ihr beiden. Hoch mit euch, ihr Schmarotzer. Die Arbeit erledigt sich nicht. Gesehen? No. Ich habe sie aus ihrem Käfig gelassen, damit sie ein bisschen rumrennen kann. Aber sie kommt einfach nicht zurück. Ob sie sich verlaufen hat? Kannst du bitte nach ihr suchen? Na klar. Ich kann dir leider nichts versprechen, aber ich halte gern Ausschau nach deinem Hund. Wie sieht er denn aus? Chloe ist doch kein Hund. Sie hat wunderschönes weißes Haar. Wenn ich traurig bin, tröstet sie mich. Und sie kann ganz viele Kunststücke. Sie läuft gerne durch die Weizenfelder. Ich soll sie eigentlich nicht rauslassen, aber bis jetzt ist sie immer zurückgekommen. Bestimmt hat sie Hunger. Sie hat seit gestern nichts gegessen. Es ist doch meine Aufgabe, sie zu füttern. Wenn das so ist, dann mache ich mich besser schnell auf die Suche, ja? Die Felder sind sehr weitläufig. Aber vielleicht hat ja jemand Chloe gesehen. Wer ist Chloe überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade nicht zugehört. Sind das deine Felder? Vielleicht kannst du mir helfen. Puh, du bist wohl nicht von hier, was? Anders lässt sich deine Unverschämtheit nicht erklären. Warum sollte ich einem Träger helfen, hm? Weil es nicht für mich, sondern für das kleine Mädchen aus dem Dorf ist. Ich soll für sie nach Chloe suchen. Ach, du meinst sicher Lisette. Die und ihre widerliche Flohschleuder. Ich habe sie zuletzt an der Windmühle rumschnüffeln sehen. Mittlerweile sollte das Mädchen wirklich alt genug sein, um zu wissen, dass sie nicht von der Kette lassen darf. Also zur Windmühle. Ja, verschwinde. Ich will hier keine fremden Träger. Ich gehöre zum Bordell. Ja gut, kann sie jetzt auch nichts machen. Ich glaube, bei der Dame zieht dieses Bordellzeichen nicht. Bei den notgeilen Lappen, ja. Hundi! Chloe? Also, weiß bist du jedenfalls nicht. Dann bist du wohl nicht Chloe. Ist das? Da liegt doch jemand auf dem Boden. Ich gehe mal etwas näher ran. Kann sein, dass das Chloe ist. Das gefällt mir gar nicht. Eine Trägerin. Chloe, da bist du ja. Ich hab dich gerufen.
Was? Steh auf! Du hast jetzt genug geschlafen. Wir müssen nach Hause. Chloe? Bist du etwa schon ein Stein geworden? Ich hab dich doch nur ganz wenig Kunststücke machen lassen. Dabei hatte ich dich am liebsten. Die anderen Chloes hatten nicht so schönes Haar. Bestimmt dauert es ewig, bis Papa mir eine neue gibt. Ich krieg sie ja erst, wenn sie zu müde zum Arbeiten sind. Also nicht mehr als ein Spielzeug für dich? Bist du gar nicht traurig, dass sie tot ist? Boah. Sie ist nicht tot, sie ist ein Stein. Der Fluch hat sie zu Stein gemacht. So ist sie gestorben. Und egal, wie vielen anderen du ihren Namen gibst, das bringt sie nicht wieder zurück. Nein, sag doch nicht sowas. Es ist aber die Wahrheit. Hätte sie nicht dieses Brandmal gehabt, wäre sie ein ganz normaler Mensch gewesen. Jemandes Tochter. So wie du. Aber Papa sagt immer, dass Träger keine Familien haben. Sie hatten mal eine. Eltern, die sie weggegeben haben. Geschwister, die sie nie wiedersehen werden. Als ihr Chloe bei euch aufgenommen habt, wurdet ihr ihre Familie. Vergiss das nie. Und vergiss Chloe nie. Ich... Oha. Alter. Alter. Aber der wird zu Stein. Einfach wie eine Puppe weggeschmissen. Und schon wieder ein Kampf. Also richtig viel Damage mache ich jetzt nicht, ne? Ist das gemein. Aber das mit der Chloe war echt brutal. Also ich hätte jetzt gedacht, Katze oder Hund, aber... Oder der Hund hätte irgendwas gehabt, aber... Hey, Träger, hierher! Endlich! Du bist spät! Spät wofür? Haben Sie es dir nicht gesagt? Eine wilde Bestie will meinen Jungen fressen. Los! Steh hier nicht rum und gaff blöd. Rette ihn! Na gut, wo ist er? Oh, zur Abwechslung ein Träger mit Mumm in den Knochen. Wie interessant. Er ist da drüben, an der Küste. Los, geh und töte die Bestie. Boah, das gefällt mir überhaupt nicht. Wie die Leute hier mit dem... Gefahr ist, wirkte er erstaunlich ruhig. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss aufpassen. Der Wolf, er will mich fressen. Das will ich verhindern. So weiter. Ich erledige das. Lightning! Ich glaube. Ich glaube nicht, dass der... Der Wolf ist nicht ohne Grund wütend. Ich wette mit dir, die haben den Welpen oder so geklaut. Nein, du solltest ihn nicht töten, sondern eher dich. Vater wird dich auspeitschen. Träger dürfen nicht gewinnen. Ach so. Warst du überhaupt nicht in Gefahr? Du wagst es zu reden? Guck mich nicht so an. Es ist nur ein Spiel. Ein Spiel? Sei endlich still. Wenn Vater das hört. Dein Vater ist weit und mein Schwert ist nah. Das hätte ich ihm jetzt noch gesagt. Wolf habe ich getötet. Aber die Gefahr ist jemand anders.
Dieses Treiben muss aufhören, bevor es nochmal geschieht. Den mache ich fertig. Den mache ich so fertig, diesen Wichser. Dieses Spiel ist Hass. Schlachtest du unser Haustier ab? Vor den Augen meines Sohnes? Und dann wagst du es hier wie ein Gockel herumzustolzieren? Der Wolf war abgerichtet. Und gehorsamer als du, dreckiger Sklave. Du solltest unserer Unterhaltung dienen. Und wir sind alles andere als amüsiert, wie du siehst. Ich auch nicht. Für den Spaß wirst du bezahlen. Da! Ich sag's doch, er redet! Schon wieder! Bestraf ihn, Vater! Warte! Wer bist du, Träger? Sprich! Du bist nicht der vom Markt? Nun, dein Ungehorsam wird nicht von ungefähr kommen. Los! Bring sofort deinen erbärmlichen Besitzer hierher! Mein erbärmlicher Besitzer ist Madame. Wenn du willst, hole ich sie. Doch ich bezweifle, dass sie erfreut sein wird. Wie? Du dienst Madame? Was? Was macht deine Frau von ihrem Stand? Hast du Angst? Und nun stell dir vor, was die Träger gefühlt haben. Wie sie gelitten haben. Bei eurem Spiel. Wenn du Schwierigkeiten hast, dich in sie hineinzuversetzen, dann könnte ich dir behilflich sein. Vater, ich hab Angst. Wagst du es etwa, uns zu drohen, Träger? Madame, hin oder her, so lasse ich nicht mit mir reden. Wir kaufen einen neuen Wolf, einen größeren, stärkeren. Natürlich, mein Sohn. Ich lass uns im Dorf einen neuen holen. Und der wird diesen dreckigen Träger in Stücke reißen, bis er verblutet. Kann ich den nicht einfach erstechen? Unverbesserlich. Aber ich kann die Träger nicht da liegen lassen. Sie verdienen ein Begräbnis. Das ist das Mindeste. Wie viele Träger mussten für das Spiel dieses Verrückten sterben? Alter, ich hasse es gerade hier. Ich hasse es gerade so sehr. Mehr Opfer ihrer adligen Spieler. Du musst Clive sein. Woher kennst du meinen Namen? Madame. Ich arbeite für sie. Wie du. Das Begraben der Toten wird nie leichter. Bist du dafür hierher gekommen? Ich soll gefallene Träger vor den Krähen bewahren. Hilfst du mir? Wo du schon hier bist? Gern. Bestatten wir sie. Mögen sie endlich Frieden finden. Den Wolf des Adligen hast du erschlagen? Hab ich. Aber ich fürchte, er kauft schon bald einen neuen. Und dann sterben noch mehr Träger. Wie können sie uns nur ohne Reue in den Tod schicken? Du weißt, für sie seid ihr nur Dinge. Werkzeuge, die man benutzt. Oder Spielzeuge. Und wenn einer stirbt, kauft man einen neuen. Doch so ein Verhalten bleibt nicht immer ungestraft. Okay. Vater,
getan. Ich nein. Wölfe töten. Es ist Instinkt. Wenn du einen ins Haus holst, reißt er dir irgendwann die Kehle raus. So wie Träger. Selbst in Ketten haben sie Zähne. Was werden die Leute wohl tun, wenn sie endlich zurückbeißen? 2 mordende Unmenschen weniger. Kein Verlust also. Danke. Für die Hilfe. Das brauchst du nicht. Nimm schon. Als Anzahlung für unser nächstes Treffen. Ich mag den Kerl. Ich mag den Kerl. Ich mag den Kerl wirklich. Ich hätte es am liebsten selbst gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Aber das kleine Mädchen, das war echt brutal. Dass ich mit meiner Einheit nie in Moor war. Wenn man hier Träger so verabscheut, wie Isabel sagt. Bist du Bertrand? Madame schickt mich. Habe ich mir schon gedacht. Ich höre schließlich nur was von ihr, wenn sie was braucht. Na, sag schon, worum geht's? Eine ihrer Kurtisanen wird vermisst. Und ich soll sie finden. Ein Soldat, der vielleicht weiß, wo sie ist, soll sich hier in Moor mit einem Händler getroffen haben. Bei uns machen Dutzende Händler auf dem Weg in die Hauptstadt Rast. Aber einer von ihnen hatte vor kurzem Streit mit einem Soldaten. Ist er noch hier? Der Händler? Oh ja, der sture Bock hat den Soldaten einfach schreien lassen, bis der sein Angebot angenommen hat. Wenn du nach ihm suchst, sei vorsichtig. Hier lässt man einen Träger eher verrecken, als sich die Hände schmutzig zu machen. Daran kann nicht mal Madames Brosche was ändern. Verstanden. Naja, wir sind ein kräftiger Träger, also... Eigentlich erst nächsten Monat neue Träger bekommen. Der wird doch wohl kein Deserteur sein. Was willst du, Träger? Wo ist dein Herr? Du legst es wohl darauf an, was? Ich wurde aus Nordstedt geschickt. Auf Geheiß von Madame. Der Name sagt dir was? Wie? Aber selbstverständlich doch. Ich bin Madame treu ergeben. Klappt. Und, wie kann ich ihr zu Diensten sein? Du wurdest vor ein paar Tagen im Streit mit einem Soldaten gesehen. Er hatte eine Narbe über dem Auge. Ja, das stimmt. Er hatte einen Kamm und meinte, es sei eine Antiquität. Er wollte ihn bei mir gegen einen neuen tauschen. Aber so alt das Ding auch war, eine Antiquität war das mit Sicherheit nicht, wie ich ihm auch gesagt habe. Allerdings hat er das nicht akzeptiert und wollte mich mit Geschrei einschüchtern, wirklich hartnäckig und stur. Ich habe nicht nachgegeben und als er endlich heiser wurde, hat er schließlich einen neuen Kamm von mir gekauft, wenn auch nur einen billigen. Weißt du, wohin er danach gegangen ist? Nach einem Geschäft ist normalerweise niemand mehr am Plaudern mit mir interessiert. Dieser Mann schon, zu meinem Erstaunen. Er wollte zu den Ruinen, nicht weit von hier. Okay, das ist komisch. Dafür doch nicht. Ich würde alles für Madame tun. Alles. Ja. Ich bitte, dass ich dir weitergeholfen habe, ja? Bitte, mein Freund. Die haben doch alle nur Angst, wenn wir mal ehrlich sind. Die haben alle nur Angst, dass die Madame sie nicht mehr ins Bordell lässt. Die sind doch alle nur auf dem billigen Fick aus. Oder überhaupt. Da kann ich mir vorstellen, dass es genau so ist.
Warum sollte denn die Puffmutti hier sonst? Tod hier, Torgal. Das war's. Okay, das war lustig. Das ist echt lustig. Fühle ich. Ich fühle es einfach. Verdammt. Das sind wahrscheinlich beide. Die Wölfe waren offenbar hungrig. Doch diese Wunden sind trocken. Du bist es also, Tatjen. Tatjen, sagst du? Dann ist der Tote neben ihr wohl Yannick. Die Frau, die er jede Nacht besucht hat. Er meinte, sie heißt Tatjen. Du... Bist du mir gefolgt? Warum sollte ich das? Oder hast du irgendwas verbrochen? Nein, ich sollte Yannick finden. Und wie es aussieht, hab ich das. Und ich habe meine Vermisste gefunden. Es war die Eifersucht. Der Gedanke, dass da noch andere waren, hat ihn krank gemacht. Eines Abends trug sie einen Kamm im Haar. Yannick dachte, der wäre von einem anderen. Uns hat er gesagt, dass er den Mann finden und töten will. Wir haben ihn wie immer nicht ernst genommen, aber dann ist er nach Mur aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Der kam in ihrem Haar. Er war ein Geschenk von Madame. Hätte Yannick doch bloß gefragt. Dann würde er nicht hier draußen verrotten. Ich glaube, er hatte etwas Größeres vor. Er hat ihr den Kamm gestohlen und ihr einen neuen gekauft. Ein Antrag vielleicht. Was? Ein Antrag? Und damit ihr und Madame in Nordstedt leben? Desertieren konnte er ja wohl schlecht. Richte Madame mein Beileid aus. Wenn unsere Männer Yannicks Leiche abholen, sehe ich zu, dass sie Tatjen zum Schleier bringen. Bist du dir sicher? Die Sache lässt sich nicht vertuschen. Also müssen wir versuchen, Madame versöhnlich zu stimmen. Da fällt mir ein. Ich habe sie gerade in Mur gesehen. Erklärst du ihr alles? Ich halte mich da lieber raus. Haben die alle Schiss? Gut, klar. Warum haben die wohl alle Schiss vor ihr? Ich muss es Isabel sagen. Vielleicht hilft der Kamm ihr wenigstens dabei, Abschied zu nehmen. Das ist halt eigentlich interessant. Eigentlich werden wir hier behandelt wie Sklaven. Aber auf der anderen Seite können wir uns ja eigentlich komplett frei bewegen und müssen uns so blöde Sprüche anhören. Ihr hättet mich doch rufen können. Du hast Mur also überlebt. Deine Gefährten sind in der Zwischenzeit eingetroffen. Sie warten an der kleinen Kapelle oben auf dem Hügel auf dich. Danke, aber... Habt ihr nur dafür den Weg auf euch genommen? Ich wäre ohnehin zu euch gekommen. Dann hast du sie gefunden. Oh nein, meine arme Tatjen. Aber die respektiert ihre Mädchen, das muss man sagen. Dass ein Mann Leib und Seele einer Kurtisane verfällt, ist nicht selten. Er ist recht nicht, wenn er jung und fern von seiner Heimat ist. Doch ein gutes Ende nehmen diese Geschichten nie. Der Kamm lag neben Tatjen. Sicher wollte ihn zurück.
Ich danke dir, Clive. Ich werde ihn ihr bei der Bestattung beilegen. Okay. Auftrag abgeschlossen. Die Madame. Gut, ich muss jetzt gleich mal eine Pause mit der Dingsbums einlegen, mit der Aufnahme. Spielevideos. Gut. Ich muss los. Nein, warte. Ich habe noch etwas für dich. Ein Zeichen meines Danks. Im Schleier kehren auch befehlshabende Offiziere der kaiserlichen Armee regelmäßig ein. Okay. Bei einigen lockert sich die Zunge im Laufe der Nacht. Die Legionen bereiten sich auf einen Marsch Richtung Süden vor. Otto hat auch schon davon gesprochen. Ach, sagte Otto auch, dass es um alle Legionen geht? Es handelt sich um kein Gefecht. Ich vermute, dass der Kaiser vorhat, die Hauptstadt aufzugeben. Aber was weiß eine Frau wie ich schon von Politik? Du weißt, glaube ich, mehr von Politik als die ganzen Jungs. Ja auch. Danke, Isabel. Na klar. So. Für die YouTube-Aufnahme macht's gut.